Schau mal, die schöne Aussicht. Ist es nicht wunderbar, wieder zu Hause zu sein? Ich wollte, ich wäre schon wieder weg. Cornwall ist für mich gestorben. Ich will die Erbangelegenheit so schnell wie möglich hinter mich bringen. Das ist alles. Willst du gleich mit mir nach Queenswood oder soll ich dich zu deinen Eltern bringen? Weder noch. Lass mich einfach hier raus. Ich war fast ein halbes Jahr nicht mehr hier. Ich laufe gern am Strand nach Hause. Ich rufe dich an, sobald ich Näheres weiß. Viel Glück! Was du da tust, Täter. Was das für Konsequenzen haben kann. Ja, Linda, das weiß ich. Aber ich habe die Sache angefangen, jetzt muss ich sie auch zu Ende bringen. Aber du weißt doch gar nicht, was in all den Jahren aus Richards Kindern geworden ist. Glaubst du vielleicht, sie werden dich jetzt einfach in den Arm nehmen und dir verzeihen? Vielleicht glaube ich das wirklich. Du hast ja schon immer zu viele Illusionen gemacht. Auch über Richard. Schwesterherz. Du bist glücklich verheiratet, hast eine wunderbare Tochter, die dich liebt. Das habe ich vom Leben nie bekommen. Entschuldige. Ich mache mir eben nur Sorgen, dass man dir wehtun könnte. Ich muss leider los. Oder glaubst du, Patrick bringt Kathleen erst mit hierher? Das weiß ich nicht, er hat nichts davon gesagt. Schon eigenartig, dass die beiden sich erst in London näher gekommen sind. Ja, das hätten sie eigentlich auch schon auf dem College haben können. Ob Jenny mich wohl immer noch hasst? Muss ich wirklich mit, Mama? Pass mal auf, mein Schatz. Dein Großvater ist gestorben. Jetzt müssen meine Geschwister und ich in Cornwall das Erbe regeln. Vergiss meine Tasche nicht. Dann kannst ja du als Anwalt dafür sorgen, dass wir alles bekommen. Darauf kannst du dich verlassen. Dieser Heather Paddington bekommt jedenfalls nichts. Moment noch, ganz ruhig. Ich bin gleich bei Ihnen. So. Was ist denn passiert? Ich habe meinen Ruder verloren. Es ist mir auf der Hand gerutscht. Was? Es ist wohl weg. Naja, besser das Ruder als Sie. Geben Sie mir doch bitte mal das Tau. Ja. So, ich halte Sie fest. Geht's? Ja. Moment, hier. Sehr gut. Oh. So. So, jetzt kommen Sie rüber. Bitte ja. Sie. Dankeschön. Aufpassen, fallen Sie nicht ins Wasser. Setzen Sie sich. Oh, danke. Entschuldigung. Mach nichts. Ja, so. Dann bringe ich Sie jetzt mal nach Hause. Nicht nötig.
Aber vielleicht doch. Ich hätte in meinem Auto noch einen Pullover. Der ist zwar ein bisschen groß, aber... Hauptsache warm. Danke, Heather. Wie geht es Ihnen jetzt hier? So allein? Nicht sehr gut. Ihr Vater fehlt mir sehr. Ja, ich frage mich, wo die anderen bleiben. Auch Simon hatte wahrscheinlich noch 1000 Termine, bevor er losgefahren ist. Und Jenny kann sich auch schwer von ihrer Arbeit trennen. Haben Sie denn noch viel Kontakt? Nein, wir sehen uns fast nie. Danke. Naja, wir haben alle viel zu arbeiten und keine großen Gemeinsamkeiten. Sind Sie denn glücklich geworden mit Ihrer Musik? Oh. Hallo, Patrick! Hey, hallo, Phil! Komm mal her! Habe ich von Mama gekriegt. Wow! Mein Gott, wie sie da steht, als wäre sie die Hausherrin. Ich bin gespannt, wie viel das Haus wert ist. Allein der Grund muss ein Vermögen bringen. Bestimmt hat er ihr alles vermacht. Wie gut, dass ich Anwalt bin. Damit können wir die Paddington bestimmt einschüchtern. Ach, was habe ich Queenswood immer geliebt. Hallo, Jenny. Hey, Patrick. Schön, dich endlich mal wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch. Hallo, Patrick. Schon lange hier? 2 Stunden. Hm. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass sie uns erst jetzt informiert hat. Nach über einer Woche. Und ich glaube kein Wort davon, dass Vater es so wollte. Ah, Mrs. Paddington. Guten Tag, Jenny. Willkommen auf Queenswood. Was ist mit Vaters Tierarztpraxis? Die ist im Moment geschlossen. Ich habe noch keine Vertretung dafür gefunden. Sie waren ja auch mit der Beerdigung beschäftigt. Jenny. Ja, ich habe Ihnen das frühere Elternschlafzimmer zurechtgemacht. Nein, ich möchte in meinem alten Zimmer schlafen. Falls es das noch gibt. Natürlich, ja. Ich habe für heute Abend ein Essen vorbereitet. Gut, bis dahin wird ja wohl auch Simon wieder da sein. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ein Whisky wäre gut. Und du kriegst eine Limonade. Oh ja! Komm, mein Liebling! Bitte sehr. Mrs. Paddington, hatten Sie eigentlich noch ein Angestelltenverhältnis bei Mr. Maxwell? Ja, natürlich. Dann sollten Sie sich schon mal nach einer neuen Stelle umsehen. Warum willst du alleine in deinem alten Kinderzimmer schlafen? Hast du wieder deine nostalgischen Anwandlungen? Es berührt mich ja alles mehr, als ich geahnt habe. Mama, kann ich bei dir schlafen? Ja, aber natürlich, mein Liebling. Halten Sie da vorne, bitte. Hier? Sind Sie ganz sicher? Ja. Vielen Dank fürs Herfahren. Ich fahre Sie aber gerne noch bis vor die Tür. Die paar Meter kann ich laufen. Sie haben ohnehin schon viel Zeit durch mich verloren. Ich habe keine Zeit verloren. Und außerdem konnte ich auf die Art und Weise mal wieder rudern. Also dann? Also dann? Danke für alles. Gern geschehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Am Strand und ich konnte nicht widerstehen, etwas rauszurudern. Und dabei habe ich dann mein Paddel verloren. Und wo ist denn Patrick? Da wollte ich dich doch hierher fahren. Jetzt komm erst mal rein und wärm dich auf. Kathleen! Mein Mädchen! Papa! Lass dich doch mal. Leute, stell dir vor, das Kind wäre beinahe ertrunken. Mama, übertreib doch nicht. Ich bin nur ein bisschen nass geworden. Wem gehört eigentlich der Pullover? Simon. Simon? Simon Mansley. Ach ja, Simon. Der war ja Jahre nicht hier. Er hat mir aus dem Wasser geholfen, aber er hat mich nicht erkannt. Und dein Freund, Patrick Mansley? Wo war der? In Queenswood. So, so. Wo ist deine Tasche? Ja, noch in seinem Wagen. Jetzt quetscht das Kind nicht so aus, Walter. Kathleen braucht erstmal Tee und eine heiße Tüte.
wunderschön, Patrick. Naja, das Stück ist noch nicht ganz fertig. Das soll mal ein Riesenhit für Sarah Brightman werden. Sie arbeiten für Sarah Brightman? Früher mal. Ja, jetzt habe ich gehört, dass sie einen neuen Song braucht und ihr Agent hat mich zumindest nicht gleich abgewimmelt. Ja, dann wollen wir mal das Beste hoffen. Sieh mal, Patrick, wen ich dir mitgebracht habe. Hallo, Patrick. Was? Na, Brüderchen? Na, Großer. Ja, verzeiht mir bitte, dass ich zu spät gekommen bin, aber ich musste erst das bezauberndste Wesen Cornwalls aus dem Meer retten. Bitte? Ja, sie war am Ertrinken, ich habe sie gerettet und leider vergessen, sie nach ihrem Namen zu fragen, ich Idiot. Wenn man schon mal das Glück hat, seiner Traumfrau zu begegnen. Naja, Pech in der Liebe. Aber vielleicht hast du ja Glück im Spiel. Und im Job hast du sowieso, oder? Und wie geht's dir so beruflich? Ich komm durch. Klavierschüler, Live-Auftritte. Er arbeitet für Sarah Brightman. Gratuliere. Naja, ich arbeite an einem Song für sie und ich hoffe, sie nimmt ihn. Deine Musikalität hast du von Mutter. Wenn sie uns hier so sehen könnte. Ja, wann darf ich denn das Essen servieren? Ich möchte zuerst zum Friedhof. Wenn wir schon nicht zur Beerdigung kommen durften, so sollten wir wenigstens jetzt Abschied nehmen dürfen. Das ist eine gute Idee. Ich rufe nur meine Freundin an. Ich möchte, dass sie mitkommt. Entschuldige, findest du nicht, dass wir das nur im Familienkreis machen sollten? Wieso? Sie gehört zur Familie. Wir werden heiraten. Na dann, hol sie. Joe, was ist denn? Gute Junge, du kannst doch nicht ewig hier liegen bleiben. Wahrscheinlich vermisst der Vater. Das denke ich auch. Darf ich euch vorstellen? Joe, komm. Das ist meine zukünftige Frau, Kathleen Gray. Erinnerst du dich noch? Jenny? Ihr Mann James, mein Bruder Simon. Kathleen Gray? Ja klar erinnere ich mich noch an dich. Aber das ist schon eine Ewigkeit her. Hallo Jenny. Hallo Simon. Hallo. Also, ich hätte dich nicht erkannt. Du warst die kleine Kathleen mit den blonden Zöpfen und der... Und der Zahnspange, genau. Tja, Brüderchen, das ist ein Tag. Erst rettest du deine Traumfrau aus dem Wasser und jetzt schwelgst du auch noch eine Kindheitserinnerung. Du siehst aber schwach aus. Du hast wohl seit Tagen nichts gefressen, hm? Komm mit mir, Joe. Hey, komm. Ich werde ihm in der Praxis eures Vaters eine Vitaminspritze geben. Kathleen studiert Tiermedizin. Bleib in der Nähe, Phil. Und jetzt liegt er neben Mutter, als wäre nie was geschehen. Immerhin war sie seine Frau. Und warum hat er sie dann mit dieser Heather Paddington betrogen? Ich habe sie gesehen, wie sie sich umarmt haben. Ihretwegen hat sich Mutter damals das Leben genommen. Wir sollten uns einigen, wie wir gegen diese Mrs. Paddington vorgehen. Falls sie alles erbt, verklagen wir sie. Wenn das Vaters Wille war, dann sollten wir uns auch daran halten. Wir sind auf Queenswood aufgewachsen. Es ist unser Erbe. Jetzt warten wir doch erstmal das Testament ab. Na, Joe? Lass ihn uns mal in die Praxis bringen. Ja. Komm, na los. Und hopp. Schön brav. Kannst du mich zu meiner Mutter fahren? Ich hatte versprochen, ihr zu helfen. Was ist mit dem Hund? Heather soll ihm die Spritze geben. Sie kann das genauso gut wie ich. Ja gut, dann fahre ich schon mal. Heather, Sie haben uns hierher gebeten. Ja. Ja. Einen Moment, bitte. Also, ich habe hier das Testament, das Ihr Vater mir anvertraut hat. Ich finde, es spielt jetzt keine Rolle, wie ich zu ihm stand. Das Wichtigste ist doch jetzt der Inhalt des Schreibens. An meine lieben Kinder. Queenswood war immer euer Zuhause, bis zum Tode eurer geliebten Mutter, meiner Frau. Ihr habt mir die Schuld an ihrem Tod gegeben. Dazu kann ich nur sagen, das entspricht nicht der Wahrheit. Wir hatten Streit in letzter Zeit und Schweigen bestimmte unser Verhältnis. Deshalb wollte ich auch nicht, dass ihr an meinem Grab steht. Aber ich möchte, dass Queenswood in Zukunft wieder euer Zuhause wird und es auch bleibt.
Einer von euch soll mit seiner Familie, seinen Kindern, Queenswood wieder zu dem machen, was es einmal war. Ein Hort der Familie und der Freude. Was heißt das? Queenswood darf nicht verkauft werden. Falls ihr euch aber nicht einigen solltet, fällt der gesamte Besitz an die Kirche. Ich hoffe, dass ihr euch in Frieden einigt, in Liebe, euer Vater. Haben Sie davon gewusst? Ja. Und Sie haben ihn nicht davon abgehalten? Immerhin gehen Sie leer aus. Das macht nichts. Ich möchte auch gern, dass hier in Queenswood wieder Leben einkehrt. Das Testament ist nicht rechtsgültig. Es ist nicht handgeschrieben. Ich finde, das tut überhaupt nichts zur Sache. Ein Vermächtnis ist ein Vermächtnis. Und wir sollten das respektieren. Also, wir dürfen nicht verkaufen. Einer von uns soll Queenswood wieder übernehmen und das mit erheblichen Auflagen. Entschuldigt mich bitte. Also, ich muss auch erstmal darüber nachdenken. Queenswood gehört uns und nicht dieser Paddington. Lass uns deine Brüder überreden, das Haus zu verkaufen. Wie kommst du drauf, dass ich verkaufen will? Ich will hier leben. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich habe mir doch nicht in Exeter eine Kanzlei aufgebaut, um hier draußen zu versauern. Aber es ist doch wunderschön hier. Für mich spielt es keine Rolle, wo ich meine Kollektionen entwerfe. Und für Phil ist es hier auch viel besser. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass dir deine Brüder Queenswood so einfach überlassen werden. Ich bin die Einzige, die Vaters Wünschen entspricht. Ich habe Familie und ich habe ein Kind. Jenny, komm auf den Boden und verkauf das Objekt. Nein. Ich liebe dieses Stück Land. Das ist meine Heimat. Meine Mutter hätte es auch so gewollt. Deine Mutter ist tot. Denk doch mal daran, was du mit dem ganzen Geld alles anfangen kannst. Jenny, wach auf! Du hast mich noch nie verstanden. Das liegt nicht nur an mir. Du hast mich doch damals nur geheiratet, um von hier wegzukommen. Es ging dir nicht um mich. Heather? Mhm. Darf ich Sie was fragen? Ja. Haben Sie meinen Vater geliebt? Er war mein Leben. Aber ich wusste immer, dass ihm die Familie über alles ging. Er konnte es nur nicht so zeigen. Mutters Geschirr. Ja, hier hat sich nicht viel verändert. Meine Mutter hat sich umgebracht, weil mein Vater ein Verhältnis mit ihnen hatte. Nein, Simon, das ist nicht wahr. Ich schwöre bei Gott, dass zu Lebzeiten ihrer Mutter nichts gewesen ist zwischen ihrem Vater und mir. Das müssen Sie mir bitte glauben. Aber Jenny hat doch gesehen, wie sie beide sich umarmt haben. Ja, wie man sich unter guten Freunden umarmt, wenn man Hilfe und Halt braucht. Nicht mehr. Ich wusste genau, was er fühlte und wie wichtig ihm auch gerade dieses Vermächtnis war. Das mag sein, aber er kann doch nicht von uns verlangen, dass wir uns nach seinen Vorstellungen richten. Ich will Queenswood nicht. Warum soll ich darum kämpfen? Ich meinte ja nur, dass wir darüber nachdenken sollten. Unsere Kinder könnten dort aufwachsen. Ich könnte die Tierarztpraxis deines Vaters weiterführen. Und du könntest in Ruhe komponieren. Kathleen, es ist das Beste, wenn das Haus verkauft wird. Simon hat seinen Job in London. Jenny und James sind glücklich in Exeter. Ich will meine Musik machen. Ich könnte mir von meinem Anteil endlich ein eigenes Tonstudio einrichten. Und der Wille eures Vaters? Hat er sich jemals um uns gekümmert? Das ist noch lange kein Grund, sein Elternhaus zu verkaufen. Das Studio ist mein Traum. Und was wird aus unseren Träumen? Willst du überhaupt Kinder? Ja, natürlich. Und wann? Wenn ich mit meiner Musik Erfolg habe. Also erst die Karriere und wenn dann noch Zeit übrig bleibt, dann die Familie. Wir werden Kinder haben, aber nicht jetzt und nicht hier. Nicht sagen, wenn du nicht willst. Aber du kannst, das weißt du. Ja, Mama, ich weiß. Ist es
wegen Patrick? Auch. Patrick sieht nur noch sich und seine Karriere. Alles andere ist ihm egal. Ihr müsst euch erst noch richtig zusammenraufen. Ja, wenn ich mich anpasse. Liebst du ihn? Er braucht mich. Du, du! Komm, du! Komm her, du! Komm. Komm schon! Joe? Komm her! Na los! Guten Morgen. Guten Morgen. Wo sind denn die anderen? Jenny arbeitet an ihrer neuen Kollektion und Phil übt auf seiner Mundharmonika. Aber zum Frühstück wollten sie runterkommen. Wo ist eigentlich Kathleen? Bei ihren Eltern. Sag mal, James, du als Anwalt. Was können wir denn machen, wenn wir das Haus schon nicht verkaufen dürfen? Vermieten? Das Testament besagt ja nur, dass das Haus nicht verkauft werden darf. Aha. Darauf bin ich überhaupt noch nicht gekommen. Was wird aus Heather? Die hat ja gar nichts mehr zu sagen. Und wenn wir erst mal bestimmen, wer hier einzieht, dann muss sie sowieso ihre Koffer packen. Aber das ist ja nicht unser Problem. Naja, also, komisches Gefühl habe ich schon dabei. Sie hat sich die ganzen letzten Jahre um Vater gekümmert. Jetzt sei nicht so sentimental. Das kannst du dir in dem Fall nicht erlauben. Was ist mit Joe? Guten Morgen. Er hat sich irgendwas eingetreten. Wir waren unten am Strand. Bring ihn hinten auf die Wiese. Ich hol schnell was aus der Praxis. Gut. Was machst du denn schon hier so früh am Morgen? Ich habe Heather Äpfel für einen Apfelkuchen versprochen. Und außerdem wollte ich Patrick besuchen. Halt mal. Gern. Oh, bitte, du tust ihm doch nicht weh. Ich helfe ihm nur. Du machst das ganz ausgezeichnet. Ich habe es gelernt. Ja, ist ja gleich vorbei. Trank bitte den Wattepad mit dem Desinfektionsmittel. Ja. Entschuldigung. Es brennt ein bisschen, ist aber gleich vorbei. Vielleicht bin ich. Ja. Was macht ihr denn da? Patrick. Guten Morgen, Patrick. Hast du gut geschlafen? Wenn ich mit dir zusammen aufgewacht wäre, würde es mir jetzt sichtlich besser gehen. Was machst du hier mit Simon? Joe hat sich unten am Strand etwas eingetreten und ich war sehr froh, dass Kathleen da war. Unten am Strand? Nein, hier oben. Ich wollte dich besuchen. Komm, Joe. Wir gucken gleich mal, ob du wieder laufen kannst. Komm, Joe, komm. Na, komm, Joe. Lass die Finger von Kathleen. Ich warne dich. Patrick, werd nicht wieder theatralisch. Ihr mögt euch aber, oder? Kathleen wird eine tolle Tierärztin. Wir werden heiraten und sie wird sicher meine gute Mutter werden. Wir werden sicher sehr glücklich hier auf Queenswood. Du willst also wirklich hier hetzen? Ja, was dagegen? Nein. Kannst du denn für das alles hier aufkommen? Und auch noch für eine Familie? Das ist doch nur mein Problem. Habe ich richtig gehört? Du willst doch hierher ziehen? Ja, und zwar mit dir. Aber gestern da... Gestern war gestern. Das fällt Ihnen jetzt ein? Das Shooting war für nächste Woche festgesetzt. Sie müssen sich an Ihre Abmachungen halten. Ich habe auch meine Termine. Ja. Ja, also gut. Ja, ich bin rechtzeitig da. Aber das darf nicht nochmal vorkommen. Störe ich? Nein, nein, komm rein. Die Aufnahmen für die Kollektion wurden vorverlegt. Wir müssen morgen früh nach Exeter und ich muss am Abend in London sein. Ich habe nachgedacht. Lass uns hierher ziehen. Wie bitte? Das ist doch dein Wunsch.
Was willst du damit erreichen, James? Gar nichts. Aber ich kann doch genauso gut hier eine Kanzlei eröffnen. Und ich kann mich noch mehr um Phil kümmern. Aber Patrick will auch hierher. Simon ist der Einzige, der es nicht möchte. Wir müssen ihn dann auszahlen. Ja, oder wir ziehen alle zusammen nach Queenswood. Wie früher. Wir lernen uns dann auch alle wieder besser kennen und sind eine richtige Familie. Das wäre doch großartig. Ja, jetzt musst du dich nur noch mit Jenny an. Das sehe ich kein Problem. Sie wird euch übrigens gleich einen Vorschlag machen, den ich persönlich für etwas übertrieben halte. Wollt ihr das nicht doch lieber unter euch besprechen? Nein. Du hörst zu mir. Ich möchte, dass du bleibst. Guten Morgen. 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 Guten Morgen. Also, ich habe nachgedacht. Wäre es nicht wunderbar, wenn wir alle hier zusammen wohnen würden? Na, was haltet ihr davon? Also an eine Wohngemeinschaft habe ich nun wirklich nicht gedacht. Tut mir leid, Jen. Ich fände es wunderbar. Was meinst du dazu, Simon? Also, ich finde es traumhaft hier. Wirklich. Aber mich zieht's nach London. Zu meiner Arbeit. Sie, Mrs. Paddington, müssten dann natürlich ausziehen. Da Mr. Mansley sie in seinem Testament gar nicht erwähnt hat, ist es wohl auch in seinem Sinne, wenn sie die Koffer packen. Ob Mrs. Paddington auszieht oder nicht, ist garantiert nicht deine Entscheidung, James. Mit ihr werde ich sicher nicht unter einem Dach wohnen. Nicht nach allem, was vorgefallen ist. Ja. Dann werde ich mich jetzt um die letzte Praxisabrechnung kümmern. Sie entschuldigen mich bitte. Ich glaube, sie hat es verstanden. Das war überflüssig, James. Na, hör mal, immerhin hat sie uns die es tut mir so leid. Kann ich irgendwas für dich tun? Ist schon in Ordnung. Entschuldige bitte. Ach, Kathleen, wenn du doch wenigstens die Praxis übernehmen würdest, dann wäre ich schon beruhigt. Sie braucht einen Arzt. Tante Heather, wir fahren kurz bei Dr. Bolton vorbei und dann bringe ich dich zu Mama, ja? Da kannst du dich auswählen. Kommen Sie. Ich frage mich. Danke. Kommen Sie her. Ich hab dir immer gesagt, lass diese Testamentsgeschichte. Jetzt hast du's. Ich wollte doch kein böses Blut schaffen, Linda. Genau das Gegenteil habe ich gewollt. Du hast doch gehört, was Dr. Bolton gerade gesagt hat. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Wenn du dich wieder aufregst, erleidest du gleich den nächsten Schwächeanfall. Du, ich gehe nicht nach Queenswood zurück. Nie mehr. Ich bleib bei dir. Das kannst du gerne tun. Aber dann wärst du nicht meine Schwester Heather, so wie ich sie kenne. Du hast die ganze Geschichte angezettelt, nun solltest du sie auch zu Ende bringen. Du rätst mir weiterzumachen? Du warst doch von Anfang an gegen meinen Plan. Richard wollte doch bestimmt nicht, dass du Queenswood jemals verlässt. Nein. Nein, das hätte er nicht gewollt. Hast du Whisky für mich? Das hört sich schon viel besser an. Tante bald wieder besser. Tante Heather ist zäh. Mach dir keine Sorgen. Gut. Nein, er ist nicht. Naja, wenigstens hat uns der Schwächeanfall so was wie einen kleinen gemeinsamen Ausflug beschert. So was habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Also, warum nicht? Ich gebe sie jetzt. Naja, als Unternehmensberater in einer Stadt wie London, da habe ich den Versuch, ein Privatleben zu führen, schon lange aufgegeben. Und Natur ist schon fast ein Fremdwort für mich. Aber eins, das man nachschlagen kann. Wie geht's? Danke, gut. Lust mit rauszufahren? Ich mache eine kleine Runde. Na, was hältst du davon? So? Warum nicht? Nun komm schon. Hello, Kathleen. Komm schon drauf.
Hallo. Schön hier, nicht? Nee. Ich vermisse Cornwall immer, wenn ich in London bin. Ich habe das hier alles wohl jahrelang einfach verdrängt. Warum war das Verhältnis zu deinem Vater so schlecht? Zu meinem Vater? Mein Vater wollte eines Tages, dass ich die Praxis übernehme. Er hatte einfach beschlossen, dass ich Tierarzt werden soll. Als ich mich weigerte, haben wir uns furchtbar gestritten und total überworfen. Aber meine Mutter, die hat mich sofort verstanden und ziehen lassen. Mit ihm habe ich danach eigentlich kaum mehr ein Wort gesprochen, nur noch das Notwendigste. Das war wohl auch der Grund dafür, weswegen ich nie mehr hierher zurück wollte. Merkwürdig, nicht wahr? Nein, überhaupt nicht. Tja, ich habe wohl meine Wurzeln verloren. Bist du glücklich? Ja. Im Moment schon. Ich muss ein paar Netze einholen. Wie wär's mit einem Ausflug auf die Insel? Und wie kommen wir darüber? Ihr nehmt das Ruderboot. Du machst das schon nicht schlecht. Ich hab's ja auch mal gelernt. Irgendwann. Geht's Ihnen besser? Ach, das war halt so schlimm. Wo Simon wohl bleibt? Er wird ein bisschen spazieren fahren. Mit Patrick müssen wir, glaube ich, heute auch nicht mehr rechnen. Der komponiert und ist in seine eigene Welt abgetaucht. Es tut mir übrigens leid, wie James es gesagt hat. Aber nicht, was er gesagt hat, Mrs. Paddington. Aber ich werde Queenswood nicht so einfach den Rücken kehren. Hier hat auch mein Leben stattgefunden. Ich möchte Sie bitten, sich das doch mal durch den Kopf gehen zu lassen. Vielleicht, ja. Es wird Zeit, dass Rodney kommt. Ist dir kalt? Erzähl mir von deinen Träumen. Meine Träume? Liebe schenken zu können und wieder geliebt zu werden. So wie ich bin. Und Kinder. Mindestens 3. 2 Jungen und ein Mädchen. Ach du meine Güte, sieh mal! Nein, wie kommen wir denn jetzt zurück? Hey, Rodney, du hast doch heute Geburtstag. Ja, schon möglich. Ich habe uns eine Flasche Whisky mitgebracht. Hey, wollen wir einen trinken? Dann komm linksseits. Thank you.
aufwachen. Wo sind wir? Rodney ist da. Wir sollten ihn nicht wieder entkommen lassen. Rodney! Wir kommen runter! Kathleen? Das war die schönste Nacht meines Lebens. Aber jetzt heißt es schwimmen. Ich habe keine Zeit, lange mit dir zu diskutieren. Ich muss nach London. Aber kannst du mir sagen, warum du deine Meinung geändert hast? Man kann sich doch mal anders entscheiden. Naja, aber gestern? Ich will mit Kathleen hier wohnen. Aus. Guten Morgen. Was ist denn mit dir passiert? Ich saß die ganze Nacht auf einer Insel fest. Habt ihr euch geeinigt? Nein. Patrick ist stur. Man kann mit ihm einfach nicht reden. Ich will mit Kathleen hier leben allein. In Vaters Vermächtnis stand nichts davon, dass wir hier alle zusammenleben sollen. Meine Güte, ich hab doch schon gesagt, dass das nur so eine Idee war. Wir einigen uns heute sowieso nicht mehr. Ich muss jetzt los. Dann lasst uns die Entscheidung doch auf nächstes Wochenende vertagen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich will das heute klären. Mansley? Nein, Simon Mansley. Ja, Sie wollen sicher mit meinem Bruder sprechen, ja. Einen Augenblick bitte. Für dich, Mr. Thompson. Mr. Thompson, ich freue mich. Ja, ich habe ein neues Lied für Sarah Brightman. Sie müssen es einfach hören. Ja, wann? Heute noch. Ja, ich richte es ein. Ja, vielen Dank. Ich werde glücklich sein. Hallo? Wiederhören. Ich muss packen. Ich habe heute noch ein Treffen mit Sarahs Manager. Super. Aha. Und was wird jetzt aus Queenswood? Simon hat recht. Die besprechen das nächstes Wochenende. Tja, das ist unser Bruder. Ich freue mich darauf, hier zu leben. Jenny, ich will dir wirklich keine Ratschläge geben, aber vergiss bitte nicht, dass du eine erfolgreiche Unternehmerin bist. Was meinst du damit? Von hier aus zu arbeiten und trotzdem noch Zeit für die Familie zu haben, das klingt sehr romantisch, ist aber vollkommen unrealistisch. Ich weiß schon, was da auf mich zukommt. Und brauchen wir nicht alle manchmal neue Perspektiven und Herausforderungen? Ja. Bitte, ich muss sofort nach London. Thompson will tatsächlich meinen neuen Song haben. Soll ich mitkommen? Nein, lass mal, ich habe da sowieso keine Zeit für dich. Warum bist du denn so ungeduldig? Kannst du das nicht verstehen? Das ist meine große Chance, endlich wieder richtig ins Musikgeschäft einzusteigen. Kathleen, du verstehst viel von Musik als Zuhörerin, das liebe ich wirklich sehr an dir, aber das Musikbusiness ist was ganz anderes. Komm, jetzt sei nicht so. Glaub mir, es ist wirklich besser, wenn ich allein fahre. Wenn ich dir bei deiner Karriere im Wege stehe, dann sag es mir nur. Wir sprechen darüber, wenn ich zurück bin, ja? Mach dir einfach ein paar schöne Tage hier. Hat er sehr oft geschrieben. Bleiben Sie bis zum nächsten Wochenende? Nein, ich werde morgen abreisen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Simon? Nein. Trotzdem danke. Ja, nicht so gemeint. Es geht doch um seine Zukunft. Ich dachte um unsere. Warum weiß ich so oft nicht, woran ich bei ihm bin? Geht's Heather wieder besser? Diese Geschichte mit dem Testament hat sie ganz schön aus der Bahn geworfen. Aber naja, ich hatte sie ja gewarnt, dass sie so etwas nicht tun soll. Was meinst du, Mama? Nichts. Wirklich nichts. Ich kenne dich. Was ist mit dem Testament? Mama, ich merke doch, dass du was weißt. Es ist. Tja, also ich weiß es nicht. Soweit ich es verstanden habe, gibt es noch ein anderes Testament. Was? Bitte, Kathleen, sag Simon nichts davon. Ich habe Heather versprochen, meinen Mund zu halten. Hey,
Nicht schlecht, Patrick. Sie meinen, das wäre was für Sarah? Ich könnte es mir vorstellen, aber ich muss dich leider enttäuschen. Für die neue CD-Produktion ist es bereits zu spät. Wir können den Titel nicht mehr berücksichtigen. Das gibt's auch gar nicht. Ich denke, Sarah sucht noch fieberhaft nach einem richtigen Hit. Langsam, Patrick, langsam. Erstmal werde ich ihr den Titel präsentieren und falls er ihr gefällt, kommt er eben ins nächste Album. Wo ist Sarah jetzt? Mach nicht wieder den gleichen Fehler wie vor 4 Jahren. Deine Ungeduld und, entschuldige bitte, deine Überheblichkeit hat dich damals dein Tourengagement gekostet. Du bist ein sehr guter Musiker. Aber auch ein unglaublicher Dickschädel. Ich habe mich geändert, wirklich, Mr. Thompson. Trotzdem muss ich wissen, ob Sarah der Song gefällt. Sagen Sie mir bitte, wo sie ist. Sie ist unterwegs. Ich sag dir Bescheid, wenn ich von ihr höre. Hallo, Simon. Kathleen. Ich muss mit dir sprechen. Gern. Komm rein. Fahren wir zu meinem Lieblingsplatz. Wo immer du auch hin willst. Wenn ich Sorgen hatte, weil mich was beschäftigte. Der Baum weiß alles von mir. Gut, dass er nicht sprechen kann. Schade. Jetzt musst du mir alles sagen. Meine Mutter hat etwas von einem zweiten Testament angedeutet. Wie bitte? Es muss etwas anderes drinstehen als das, was ihr wisst. Moment mal, das verstehe ich nicht. Meinst du etwa, deine Tante hat etwas damit zu tun? Ich weiß es nicht. Aber was könnte dieses andere Testament beinhalten? Ich habe keine Ahnung, aber das werde ich rauskriegen. Ja, Mansley, guten Morgen. Ist Mr. Thompson zu sprechen? Ah, der ist nicht da, ja. Danke, danke. Heather, ein für alle Mal. Wissen Sie etwas über ein zweites Testament oder nicht? Nein, Simon, nein. Von einem zweiten Testament weiß ich nichts. Ich kenne nur das Vermächtnis Ihres Vaters, das ich Ihnen gegeben habe. Und das ist die volle Wahrheit? Heather, wenn es ein zweites Testament gibt, dann muss ich das erfahren. Ich kann Ihnen leider nicht helfen. So? Und warum habe ich dann das Gefühl, dass Sie mir irgendwas verheimlichen? Naja, vielleicht hat ja Ihr Vater früher mal einen anderen Entwurf gemacht. Das ist ja möglich. Aber davon weiß ich nichts. Heather, wissen Sie noch, was Sie früher immer mit mir gemacht haben? Schauen Sie mir in die Augen und jetzt schwören Sie mir, dass Sie mir die Wahrheit gesagt haben. Also entweder Sie glauben mir oder Sie glauben mir nicht. Thank you.
zu Hause? Nein. Wo ist sie denn hin? Sie ging in die Richtung. Kathleen! Kathleen, ich muss dringend mit dir sprechen. Was ist denn passiert? Es gibt tatsächlich ein zweites Testament meines Vaters. Er wollte, dass Heather alles erbt, den gesamten Besitz. Sie muss das Testament also gefälscht haben. Aber warum? Hast du mit Tante Heather gesprochen? Nein, sie war nicht da. Aber da ist noch was. Ja? Ich habe auch noch einen Brief meiner Mutter gefunden. Ihren Abschiedsbrief. Meine Mutter war schwer krank. Sie hatte einen Tumor und um nicht leiden zu müssen, hat sie sich das Leben genommen. Kathleen, ich... Komm, Simon. Wir sprechen gemeinsam mit Tante Heather. Ich muss nur noch schnell nach den Schafen schauen. Hey! Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Hoffentlich wird das nicht stärker. Ach, das wird nur ein kleiner Schauer sein. Ach du meine Güte, jetzt geht's aber richtig los. Oh. Komm, da können wir uns unterstellen. Ja. Warte, hier. So was nennst du einen kleinen Schauer? Das verdrängen, aber es geht nicht. Er will mich doch heiraten und auf Queenswood leben. Ich verstehe dich sogar sehr gut. Er ist doch mein Bruder. Du, da ist was mit den Schafen. Jetzt hat sich eins eingeklemmt. Es kann sich nicht bewegen, er sitzt fest. Halt es, damit es sich nicht verletzt. Ja. So. Komm. Ja, komm. Ja. Vorsicht. Komm schon. Gut, gut. Danke, Simon. Schon gut. Wir müssen mit Heather sprechen. Ja. Aber vorher sollten wir uns was Trockenes anziehen. Wie gut, dass du meinen Pullover noch hast. Ja. Es war sehr schön. Mansley? Mr. Thompson, ja? Ach, Sarah ist in Cornwall. Und wo? Das ist ganz in der Nähe von Queenswood. Gut, ich fahre gleich wieder hin und bin dort erreichbar. Vielen Dank, Mr. Thompson. Ja, wiederhören. Ja. Heather, ich verstehe es einfach nicht. Bitte erklären Sie es mir. Sie haben ja gelesen, was Ihr Vater verfügt hat. Ja, dass wir ausdrücklich nichts bekommen sollten und Sie die Alleinerbin von Queenswood sind. Ja, aber glauben Sie mir, er hat es nicht so gemeint. Ganz sicher nicht. Ich kannte ihn gut genug. Er war ein verbitterter Mann. Vor allem, weil Sie alle nicht reagiert hatten, als er Sie kurz vor seinem Tod nochmal nach Queenswood gerufen hatte. Aber trotzdem, warum haben Sie das Testament dahingehend gefälscht, dass er uns angeblich alles vermacht hat? Weil ich wollte, dass ihr wieder eine Familie werdet, so wie früher. Ihrem Vater hat es das Herz gebrochen, dass er fast keinen Kontakt mehr zu seinen Kindern hatte. Tante Heather wollte euch bestimmt nur zeigen, dass er euch doch liebte. Ja, das hat er. Das hat er. Simon, Sie gehören doch hierher. Sie alle. Queenswood war doch mal der schönste Ort von der Welt. Warum kann es denn nicht wieder so werden? Und was wussten Sie hiervon? Das ist der Abschiedsbrief meiner Mutter. Es gab
gab einen Abschiedsbrief. Das wusste ich wirklich nicht. Bitte glauben Sie mir das. Das könnte ich jetzt wirklich beschwören. Warum hat mein Vater uns die Wahrheit über den Tod meiner Mutter verheimlicht? Ich meine, er hätte es doch einfach sagen können. Vielleicht fehlt es ihm an Vertrauen. Und warum? Glaubst du ihr das? Ich meine, dass sie auf das alles hier verzichtet, obwohl sie das gar nicht müsste, nur um an uns wieder was gut zu machen. Ja, so ist sie. Sie hat euch eben sehr gern. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Catherine, ich wollte wirklich... Simon, bitte. Wir müssen damit aufhören. Aber was tun wir denn schon? Ich finde, wir waren schon lange genug vernünftig. In der Scheune? Ja. Überhaupt. Kevin, ich weiß nicht, ob ich noch lange so vernünftig sein kann. Simon, bitte. Heather, ist Catherine hier? Patrick, was machen Sie denn hier? Ich bin mit Miss Brightman verabredet. Ist Catherine hier? Ja. Ja. Simon, ist er auch hier? Ja, aber... Wo sind Sie? Wo ist er? Im Park, spazieren. Patrick, bitte! Ich hab schon mal gesagt, lass Catherine in Ruhe. Patrick! Hast du mir nichts zu sagen? Patrick, bitte beruhig dich erstmal. Ich kann dir das alles erklären. Du musst mir gar nichts erklären. Ich kann eins und eins zusammenzählen. Patrick, bitte, du kannst doch nicht glauben. Hör mir zu. Ich will dir mal was sagen. Nein, bitte, hör mir jetzt zu. Patrick, ich... Telefon. Das interessiert mich jetzt nicht. Es ist Miss Brightman. Patrick, bitte. Patrick, wir müssen reden. Es geht auch um das Testament, um uns alle. Das wollte ich nicht. Das wollte ich doch nicht. Alles noch viel schlimmer. Ja, du hast recht. Du hast vollkommen recht. Es geht so nicht. Du gehörst zu Patrick und Patrick gehört zu dir. Ich darf dich gar nicht lieben, Kevin. Aber wir können ja Freunde bleiben. Ich freue mich, Miss Brightman. Ja, bis morgen. Ich bin pünktlich. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke, danke. Sie will mich sehen, Sie will mich sehen, Sie will mich sehen, Sie will mich sehen. Ihr Agent hat ihr von meinem Song vorgeschwärmt. Er findet ihn genial. Ich soll dir das Lied vorspielen. Kathleen, wenn das ein Erfolg wird, dann hab ich's geschafft. Wann triffst du dich mit ihr? Morgen. Du kommst mit. Ich? Wohin denn? In ein Hotel nicht weit von hier. Und weißt du was? Sie plant ein Konzert. Ich bin so glücklich. Was wird aus uns? Wo bleibe ich? Ja, an meiner Seite natürlich, da wo du hingehörst. Ich brauche dich doch. Du bist meine Inspiration. Wir werden in den schönsten Hotel tun. Und wenn ich auftrete, wirst du hinter der Bühne auf mich warten und stolz auf mich sein. Ja. Vanessa Rempling, ich bin die Sekretärin von Sarah Brightman. Guten Tag. Miss Gray, meine Verlobte. Sarah erwartet Sie an der Bar. Fein. Mr. Mansley. Patrick, wie schön, dich wiederzusehen. Tag, Miss Brightman. Willst du mir nicht deine reizende Begleiterin vorstellen? Ja, natürlich.
Meine Verlobte, Miss Kathleen Gray. Miss Sarah Brightman. Freut mich, Sie kennenzulernen. Es freut mich auch. Mr. Thompson behauptet, dein Song wäre brillant. Ich würde ihn gern hören. Ja, natürlich. Nehmen Sie doch Platz. Verschwiegen. Ich konnte nicht alles. Und von dem Abschiedsbrief haben Sie wirklich nichts gewusst? Nein. Nein, wirklich nicht. Ihr Vater hat nie darüber gesprochen und ich habe auch nicht gefragt. Dann haben Sie unseren Vater nur getröstet. Ja. Erst im Laufe der Zeit hat sich eine Liebe zwischen uns entwickelt. Warum haben Sie uns das nie gesagt? Richard wollte mit Ihnen darüber sprechen, aber er fand nie den richtigen Zeitpunkt. Ihre Vorwürfe haben ihn sehr verletzt. Und er war nicht der Mann, der über seine Gefühle sprechen konnte. Er war sehr stolz. Ich wollte nicht, dass die Familie auseinanderbricht. Das ist sie aber. Ich habe wohl alles falsch gemacht. Nein. Sie haben das alles nur für uns getan. Es tut mir so leid. Ich habe das ja alles nicht gewusst. Bitte verzeihen Sie mir. Ihr Mann kann ja alles anfechten. Als Anwalt. Wir werden schon gemeinsam eine Lösung finden, wenn er kommt. Er hatte noch ein paar Termine in Exeter und ich wollte nach Simons Anruf so schnell wie möglich hierher kommen. Ich muss natürlich auch Patrick informieren. Bitte. Bitte verzeihen Sie mir, Heather. Aber natürlich, mein Kind. Ich an Ihrer Stelle hätte wahrscheinlich genauso reagiert. Fantastisch! Danke. Dieser Song wird ein Riesenhit. Glaub mir, man spürt deine ganzen Emotionen. Trotzdem, Kyle hat recht. Womit habe ich recht? Dass wir den Song bei der laufenden CD-Produktion nicht mehr unterbringen können. Aber bei der nächsten ist er mit drauf. Versprochen. Oh, dieser Song ist so ungewöhnlich. Aber eine andere Frage. Schaffst du es, bis übermorgen ein neues Arrangement von Scarborough herzuschreiben? Ja, wenn ich gleich damit anfange. Darf ich? Gerne. Darf ich abholen, Madam? Danke. Bringen Sie mir bitte einen Kaffee. Jawohl, Madam. Danke. Ich halte Ihren Verlobten für einen ausgesprochen begabten Musiker. Mhm. Wir kennen uns von einer gemeinsamen Tournee, ist schon ein paar Jahre her. Darf ich offen sprechen? Ich hatte vorhin den Eindruck, dass Sie und Patrick ein paar Probleme haben. Patrick lebt für seine Musik. Dann kommt erst mal sehr lange gar nichts. Und dann ein Gefühl für Romantik? Ja, und dann kommt vermutlich erst die Frau an seiner Seite. Aber er sagt, dass er mich liebt. Das tut er sicher auch. Aber er ist ein Künstler. Ein Künstler, für den das Leben ein Spiel ist und die Liebe eine wunderschöne Begleiterscheinung. Seine wahren Gefühle legt er in seine Musik. Darf ich Sie etwas fragen? Ja, natürlich. Standen Sie schon mal zwischen zwei Männern? Ja. Weiß Gott, ja. Aber ich bin immer meinem Herzen gefolgt. Vertrauen Sie Ihrem Gefühl, dann werden Sie die richtige Entscheidung treffen.
Schon in Ordnung, du willst alleine sein, das habe ich ja immer verstanden. Deine Muse hat ausgedient. Kathleen, ich muss ein Orchesterarrangement schreiben, das ist reine Fleißarbeit. Und dabei störe ich. Ja, das war nicht so gemeint. Doch, Patrick, das war es. Du kannst dich ja melden. Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Ach, Mann. Oder ist da noch etwas, was du mir sagen möchtest? Nein, nein. Wir hätten auch früher drauf kommen können. Ein maschinengeschriebenes Testament ist sowieso vollkommen wertlos. Und James hat es sogar noch gesagt. Schade. Ich hatte mich schon so drauf gefreut, hier einzuziehen. Du musst dich doch nur mit Heather einigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwas dagegen hat. Und wenn es dir nur darum geht, hier Geld für dein Studio rauszuziehen, dann mache ich dir jetzt einen Vorschlag. Queenswood bleibt das, was es war. Und ich finanziere dir deinen Traum. Du willst mir ein Tonstudio einrichten? Ja. Wieso tust du das, wenn du hier nicht herziehen willst? Ist doch klar. Er will mir Kathleen abkaufen. Aber nicht mit mir. Ach, Patrick. Du hast überhaupt nichts verstanden. Ja, ich mag Kathleen sogar viel zu sehr. Aber Kathleen liebt dich. Und ich werde mich garantiert nicht zwischen euch stellen. Geht das jetzt endlich rein in deinen Dickschädel? Jenny, ich weiß nicht, warum ich das tue. Vielleicht aus Sentimentalität, ich habe keine Ahnung. Sie wollen wirklich heute noch zurück nach London? Ja. Und ich werde auch so schnell nicht wiederkommen. Wir werden beraten, wie es weitergeht. Aber Queenswood bleibt natürlich hier zu Hause. Ja, und das Konzert? Das wird auch ohne mich stattfinden. Ich muss zurück. Ich werde erwartet. Sie werden erwartet? Sie flüchten, Simon. Wie bitte? Sie flüchten. Vor sich und ihren Gefühlen. Ich hole jetzt meine Tasche von oben. Mein Schatz. Meinst du, Papa kommt noch? Nein, das glaube ich nicht. Weißt du, er hat sehr viel zu tun. Aber er wird sicher bald von seiner Reise zurückkommen. Danke. War das nicht großartig, Kathleen? Sarah hat mir angeboten, mit dir auf Tournee zu gehen. Und zwar schon in 3 Tagen. Du und ich, wir werden die ganze Welt sehen. Nein, Patrick. Du wirst die Welt sehen. Mir ist in den letzten Tagen einiges klar geworden. Der Erfolg ist dir wichtig. Und ich will dir dabei nicht länger im Wege stehen. Kathleen, bitte. Du bist ab sofort ein freier Mann. Simon. Oh, Patrick. Du hast nichts verstanden. Vielleicht hat er mir ein wenig die Augen geöffnet. Ja, ich mag Simon. Sogar sehr. Aber wirf ihm nichts vor, was ausschließlich mit dir und mir zu tun hat. Und selbst wenn, er wäre nur der Anlass und nicht der Grund dafür, mich von dir zu trennen. Ich habe dich sehr gern. Und deshalb muss ich dich gehen lassen. Ich wünsche dir viel Glück.
Wir sollten es versuchen. Ich möchte nicht stören, aber Patrick, kommst du? Die Presse möchte ein Interview mit uns machen und unsere zukünftigen Pläne kennenlernen. Da möchte ich dich gerne als Sarahs neuen Pianisten vorstellen. Geh. Ich werde zurück nach London fahren. Aber warum denn? Nun, sie wird ihre Gründe haben. Ist es wegen Patrick? Ach, Mama, bitte. Ja, ich habe mich von ihm getrennt. Ich werde jetzt packen. Ich fahre nachher nur noch kurz zu Tante Heather und werde mich von ihr verabschieden. Aber du kannst doch nicht so einfach wieder wegfahren. Doch, Linda, sie kann. Du wirst schon wissen, was gut für dich ist. Zufällig meinen Kalender gesehen? Der Kalender? Muss auf dem Schreibtisch in der Bibliothek liegen. Danke. Sind Sie deshalb extra zurückgekommen? Nein. Heather, ich muss unbedingt Kathleen noch einmal sehen. Dann sollten Sie mal einen Blick in den Garten werfen. Da wartet jemand auf meinen Tee. Zusammen auf Queenswood leben? Simon, ja! Kathleen, willst du meine Frau werden? Ja, ich will. Und am Sonntag, neu im Herzkino. Wenn ein Traum in Schau mal, die schöne Aussicht. Ist es nicht wunderbar, wieder zu Hause zu sein? Ich wollte, ich wäre schon wieder weg. Cornwall ist für mich gestorben. Ich will die Erbangelegenheit so schnell wie möglich hinter mich bringen. Das ist alles. Willst du gleich mit mir nach Queenswood oder soll ich dich zu deinen Eltern bringen? Weder noch. Lass mich einfach hier raus. Ich war fast ein halbes Jahr nicht mehr hier. Ich laufe gern am Strand nach Hause. Ich rufe dich an, sobald ich Näheres weiß. Viel Glück. Was du da tust, Heather. Was das für Konsequenzen haben kann. Ja, Linda, das weiß ich. Aber ich habe die Sache angefangen, jetzt muss ich sie auch zu Ende bringen. Aber du weißt doch gar nicht, was in all den Jahren aus Hütters Kindern geworden ist. Glaubst du vielleicht, sie werden dich jetzt einfach in den Arm nehmen und dir verzeihen? Vielleicht glaube ich das wirklich. Du hast ja schon immer zu viele Illusionen gemacht. Auch über Richard. Schwester. Du bist glücklich verheiratet, hast eine wunderbare Tochter, die dich liebt. Das habe ich vom Leben nie bekommen. Entschuldige. Ich mache mir eben nur Sorgen, dass man dir wehtun könnte. Ich muss leider los.
Oder glaubst du, Patrick bringt Kathleen erst mit hierher? Das weiß ich nicht, er hat nichts davon gesagt. Schon eigenartig, dass die beiden sich erst in London näher gekommen sind. Tja, das hätten sie eigentlich auch schon auf dem College haben können. Ob Jenny mich wohl immer noch hasst? Muss ich wirklich mit, Mama? Pass mal auf, mein Schatz. Dein Großvater ist gestorben. Und jetzt müssen meine Geschwister und ich in Cornwall das Erbe regeln. Vergiss meine Tasche nicht. Dann kannst ja du als Anwalt dafür sorgen, dass wir alles bekommen. Darauf kannst du dich verlassen. Dieser Heather Paddington bekommt jedenfalls nichts. Moment noch, ganz ruhig. Ich bin gleich bei Ihnen. So. Was ist denn passiert? Ich habe meinen Ruder verloren. Es ist mir aus der Hand gerutscht. Was? Es ist wohl weg. Naja, besser das Ruder als Sie. Geben Sie mir doch bitte mal das Tau. Ja. So, ich halte Sie fest. Geht's? Ja. Moment, hier. Sehr gut. Oh. So. So, jetzt kommen Sie rüber. Bitte, ja? Sie. Dankeschön. Aufpassen, oh. Falls ich ins Wasser. Setzen Sie sich. Oh, danke. Oh. Entschuldigung. Mach nichts. Ja, so. Dann bringe ich Sie jetzt mal nach Hause. Nicht nötig. Aber vielleicht doch. Ich hätte in meinem Auto noch einen Pullover. Der ist zwar ein bisschen groß, aber... Hauptsache warm. Danke, Heather. Wie geht es Ihnen jetzt hier? So allein? Nicht sehr gut. Ihr Vater fehlt mir sehr. Ja, ich frage mich, wo die anderen bleiben. Auch Simon hatte wahrscheinlich noch 1000 Termine, bevor er losgefahren ist. Und Jenny kann sich auch schwer von ihrer Arbeit trennen. Haben Sie denn noch viel Kontakt? Nein, wir sehen uns fast nie. Danke. Naja, wir haben alle viel zu arbeiten und keine großen Gemeinsamkeiten. Sind Sie denn glücklich geworden mit Ihrer Musik? Oh. Hallo, Patrick! Hey, hallo, Phil! Komm mal her! Habe ich von Mama gekriegt. Wow. Mein Gott, wie sie da steht, als wäre sie die Hausherrin. Ich bin gespannt, wie viel das Haus wert ist. Allein der Grund muss ein Vermögen bringen. Bestimmt hat er ihr alles vermacht. Wie gut, dass ich Anwalt bin. Damit können wir die Paddington bestimmt einschüchtern. Ach, was habe ich Queenswood immer geliebt. Hallo, Jenny. Hey, Patrick. Schön, dich endlich mal wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch. Hallo, Patrick. Schon lange hier? 2 Stunden. Hm. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass sie uns erst jetzt informiert hat. Nach über einer Woche. Und ich glaube kein Wort davon, dass Vater es so wollte. Ah, Mrs. Paddington. Guten Tag, Jenny. Willkommen auf Queenswood. Was ist mit Vaters Tierarztpraxis? Die ist im Moment geschlossen. Ich habe noch keine Vertretung dafür gefunden. Sie waren ja auch mit der Beerdigung beschäftigt. Jenny. Ja, ich habe Ihnen das frühere Elternschlafzimmer zurechtgemacht. Nein, ich möchte in meinem alten Zimmer schlafen.
falls es das noch gibt. Natürlich, ja. Ich habe für heute Abend ein Essen vorbereitet. Gut. Bis dahin wird ja wohl auch Simon wieder was. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ein Whisky wäre gut. Und du kriegst eine Limonade. Oh ja! Komm, mein Liebling! Bitte sehr. Mrs. Paddington, hatten Sie eigentlich noch ein Angestelltenverhältnis bei Mr. Maisley? Ja, natürlich. Dann sollten Sie sich schon mal nach einer neuen Stelle umsehen. Warum willst du allein in deinem alten Kinderzimmer schlafen? Hast du wieder deine nostalgischen Anwandlungen? Es berührt mich ja alles mehr, als ich geahnt habe. Mama, kann ich bei dir schlafen? Ja, aber natürlich, mein Liebling. Halten Sie davon, bitte. Hier? Sind Sie ganz sicher? Ja. Vielen Dank fürs Herfahren. Ich fahre Sie aber gern noch bis vor die Tür. Die paar Meter kann ich laufen. Sie haben ohnehin schon viel Zeit durch mich verloren. Ich habe keine Zeit verloren. Und außerdem konnte ich auf die Art und Weise mal wieder rudern. Also dann? Danke für alles. Gern geschehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Boot lag am Strand und ich konnte nicht widerstehen, etwas rauszurudern. Und dabei habe ich dann mein Paddel verloren. Und wo ist denn Patrick? Da wollte ich dich doch hierher fahren. Jetzt komm erst mal rein und wärm dich auf. Kathleen! Mein Mädchen! Papa! Lass dich doch mal. Heute, stell dir vor, das Kind wäre bei der Erfrung. Mama, übertreib doch nicht. Ich bin nur ein bisschen nachts geworden. Wem gehört eigentlich der Pullover? Simon. Simon? Simon Mansley. Ach ja, Simon. Der war ja Jahre nicht hier. Er hat mir aus dem Wasser geholfen, aber er hat mich nicht erkannt. Und dein Freund, Patrick Mansley? Wo war der? In Queenswood. So, so. Wo ist deine Tasche? Noch in seinem Wagen. Jetzt quetsch das Kind nicht so aus, Walter. Kathleen braucht erstmal Tee und eine heiße Tüte. Naja, das Stück ist noch nicht ganz fertig. Das soll mal ein Riesenhit für Sarah Brightman werden. Sie arbeiten für Sarah Brightman? Früher mal. Ja, jetzt habe ich gehört, dass sie einen neuen Song braucht und der Agent hat mich zumindest nicht gleich abgewimmelt. Ja, dann wollen wir mal das Beste hoffen. Sieh mal, Patrick, wen ich dir mitgebracht habe. Hallo, Patrick. Heather. Was? Na, Brüderchen? Na, Großer. Ja. Verzeiht mir bitte, dass ich zu spät gekommen bin, aber ich musste erst das bezauberndste Wesen Cornwalls aus dem Meer retten. Bitte? Ja, sie war am Ertrinken, ich habe sie gerettet und leider vergessen sie nach ihrem Namen zu fragen, ich Idiot. Wenn man schon mal das Glück hat, seiner Traumfrau zu begegnen. Naja, Pech in der Liebe. Aber vielleicht hast du ja Glück im Spiel und den Job hast du sowieso, oder? Und wie geht's dir so beruflich? Ich komm durch. Klavierschüler, Live-Auftritte. Er arbeitet für Sarah Brightman. Gratuliere. Naja... Ich arbeite an einem Song für Sie und ich hoffe, Sie nehmen den. Deine Musikalität hast du von Mutter. Wenn sie uns hier so sehen könnte. Ja, wann darf ich denn das Essen servieren? Ich möchte zuerst zum Friedhof. Wenn wir schon nicht zur Beerdigung kommen durften, so sollten wir wenigstens jetzt Abschied nehmen dürfen. Das ist eine gute Idee. Ich rufe nur meine Freundin an. Ich möchte, dass sie mitkommt. Entschuldige, findest du nicht, dass wir das nur im Familienkreis machen sollten? Wieso? Sie gehört zur Familie. Wir werden heiraten. Na dann, hol sie. Joe, was ist denn? Alter Junge, du kannst doch nicht ewig hier liegen bleiben. Wahrscheinlich vermisst der Vater.
Das denke ich auch. Darf ich euch vorstellen? Sure, cool. Das ist meine zukünftige Frau, Kathleen Gray. Erinnerst du dich noch? Jenny? Ihr Mann James, mein Bruder Simon. Kathleen Gray! Ja klar erinnere ich mich noch an dich. Aber das ist schon eine Ewigkeit her. Hallo Jenny. Hallo Simon. Hallo. Also, ich hätte dich nicht erkannt. Du warst die kleine Kathleen mit den blonden Zöpfen und der... Und der Zahnspange. Genau. Tja, Brüderchen, das ist ein Tag. Erst rettest du deine Traumfrau aus dem Wasser und jetzt trägst du auch noch eine Kindheitserinnerung. Du siehst aber schwach aus. Du hast wohl seit Tagen nichts gefressen, hm? Komm mit mir, Joe. Hey, komm. Ich werde ihm in der Praxis eures Vaters eine Vitaminspritze geben. Komm. Ja, komm. Kathleen studiert Tiermedizin. Bleib in der Nähe, Phil. Und jetzt liegt daneben Mutter, als wäre nie was geschehen. Immerhin war sie seine Frau. Und warum hat er sie dann mit dieser Heather Paddington betrogen? Ich habe sie gesehen, wie sie sich umarmt haben. Ihretwegen hat sich Mutter damals das Leben genommen. Wir sollten uns einigen, wie wir gegen diese Mrs. Paddington vorgehen. Falls sie alles erbt, verklagen wir sie. Wenn das Vaters Wille war, dann sollten wir uns auch daran halten. Wir sind auf Queenswood aufgewachsen. Es ist unser Erbe. Jetzt warten wir doch erstmal das Testament ab. Hm? Na, Joe? Lass ihn uns mal in die Praxis bringen. Hm? Ja. Komm, na los. Und hopp. Schön drauf. Kannst du mich zu meiner Mutter fahren? Ich hatte versprochen, ihr zu helfen. Was ist mit dem Hund? Heather soll ihm die Spritze geben. Sie kann das genauso gut wie ich. Ja gut, dann fahre ich schon mal. Heather, Sie haben uns hierher gebeten. Ja. Ja. Einen Moment, bitte. Also, ich habe hier das Testament, das Ihr Vater mir anvertraut hat. Ich finde, es spielt jetzt keine Rolle, wie ich zu ihm stand. Das Wichtigste ist doch jetzt der Inhalt des Schreibens. An meine lieben Kinder. Queenswood war immer euer Zuhause, bis zum Tode eurer geliebten Mutter, meiner Frau. Ihr habt mir die Schuld an ihrem Tod gegeben. Dazu kann ich nur sagen, das entspricht nicht der Wahrheit. Wir hatten Streit in letzter Zeit und Schweigen bestimmte unser Verhältnis. Deshalb wollte ich auch nicht, dass ihr an meinem Grab steht. Aber ich möchte, dass Queenswood in Zukunft wieder euer Zuhause wird und es auch bleibt. Einer von euch soll mit seiner Familie, seinen Kindern, Queenswood wieder zu dem machen, was es einmal war. Ein Hort der Familie und der Freude. Was heißt das? Queenswood darf nicht verkauft werden. Falls ihr euch aber nicht einigen solltet, fällt der gesamte Besitz an die Kirche. Ich hoffe, dass ihr euch in Frieden einigt, in Liebe, euer Vater. Haben Sie davon gewusst? Ja. Und Sie haben ihn nicht davon abgehalten? Immerhin gehen Sie leer aus. Das macht nichts. Ich möchte auch gern, dass hier in Queenswood wieder Leben einkehrt. Das Testament ist nicht rechtsgültig. Es ist nicht handgeschrieben. Ich finde, das tut überhaupt nichts zur Sache. Ein Vermächtnis ist ein Vermächtnis. Und wir sollten das respektieren. Also, wir dürfen nicht verkaufen. Einer von uns soll Queenswood wieder übernehmen und das mit erheblichen Auflagen. Entschuldigt mich bitte. Also, ich muss auch erstmal darüber nachdenken. Queenswood gehört uns und nicht dieser Paddington. Lass uns deine Brüder überreden, das Haus zu verkaufen. Wie kommst du darauf, dass ich verkaufen will? Ich will hier leben. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich habe mir doch nicht in Exeter eine Kanzlei aufgebaut, um hier draußen zu versauern. Aber es ist doch wunderschön hier. Für mich spielt es keine Rolle, wo ich meine Kollektionen entwerfe. Und für Phil ist es hier auch viel besser. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass dir deine Brüder Queenswood so einfach überlassen werden. Ich bin die Einzige, die Vaters Wünschen entspricht. Ich habe Familie und ich habe ein Kind. Jenny, komm auf den Boden und verkauf das Objekt. Nein. Ich liebe dieses Stück Land. Das ist meine Heimat.
Meine Mutter hätte es auch so gewollt. Deine Mutter ist tot. Denk doch mal daran, was du mit dem ganzen Geld alles anfangen kannst. Jenny, wach auf! Du hast mich noch nie verstanden. Das liegt nicht nur an mir. Du hast mich doch damals nur geheiratet, um von hier wegzukommen. Es ging dir nicht um mich. Heather? Mhm. Darf ich Sie was fragen? Gern. Haben Sie meinen Vater geliebt? Er war mein Leben. Aber ich wusste immer, dass ihm die Familie über alles ging. Er konnte es nur nicht so zeigen. Mutters Geschirr. Ja, hier hat sich nicht viel verändert. Meine Mutter hat sich umgebracht, weil mein Vater ein Verhältnis mit ihnen hatte. Nein, Simon, das ist nicht wahr. Ich schwöre bei Gott, dass zu Lebzeiten ihrer Mutter nichts gewesen ist zwischen ihrem Vater und mir. Das müssen Sie mir bitte glauben. Aber Jenny hat doch gesehen, wie sie beide sich umarmt haben. Ja, wie man sich unter guten Freunden umarmt, wenn man Hilfe und Halt braucht. Nicht mehr. Ich wusste genau, was er fühlte und wie wichtig ihm auch gerade dieses Vermächtnis war. Das mag sein, aber er kann doch nicht von uns verlangen, dass wir uns nach seinen Vorstellungen richten. Ich will Queenswood nicht. Warum soll ich darum kämpfen? Ich meinte ja nur, dass wir darüber nachdenken sollten. Unsere Kinder könnten dort aufwachsen. Ich könnte die Tierarztpraxis deines Vaters weiterführen. Und du könntest in Ruhe komponieren. Kathleen, es ist das Beste, wenn das Haus verkauft wird. Simon hat seinen Job in London. Jenny und James sind glücklich in Exeter. Ich will meine Musik machen. Ich könnte mir von meinem Anteil endlich ein eigenes Tonstudio einrichten. Und der Wille eures Vaters? Hat er sich jemals um uns gekümmert? Es ist noch lange kein Grund, sein Elternhaus zu verkaufen. Das Studio ist mein Traum. Und was wird aus unseren Träumen? Willst du überhaupt Kinder? Ja, natürlich. Und wann? Wenn ich mit meiner Musik Erfolg habe. Also erst die Karriere und wenn dann noch Zeit übrig bleibt, dann die Familie. Wir werden Kinder haben, aber nicht jetzt und nicht hier. Sagen, wenn du nicht willst. Aber du kannst, das weißt du. Ja, Mama, ich weiß. Ist es wegen Patrick? Auch. Patrick sieht nur noch sich und seine Karriere. Alles andere ist ihm egal. Ihr müsst euch erst noch richtig zusammenraufen. Ja, wenn ich mich anpasse. Liebst du ihn? Er braucht mich. Guten Morgen. Wo sind denn die anderen? Jenny arbeitet an ihrer neuen Kollektion und Phil übt auf seiner Mundharmonika. Aber zum Frühstück wollten sie runterkommen. Wo ist eigentlich Kathleen? Bei ihren Eltern. Sag mal, James, du als Anwalt. Was können wir denn machen, wenn wir das Haus schon nicht verkaufen dürfen? Vermieten? Das Testament besagt ja nur, dass das Haus nicht verkauft werden darf. Darauf bin ich überhaupt noch nicht gekommen. Was wird aus Heather? Die hat ja gar nichts mehr zu sagen. Und wenn wir erst mal bestimmen, wer hier einzieht, dann muss sie sowieso ihre Koffer packen. Aber das ist ja nicht unser Problem. Naja, also, komisches Gefühl habe ich schon dabei. Sie hat sich die ganzen letzten Jahre um Vater gekümmert. Jetzt sei nicht so sentimental. Das kannst du dir in dem Fall nicht erlauben.
Joe! Guten Morgen. Er hat sich irgendwas eingetreten. Wir waren unten am Strand. Bring ihn hinten auf die Wiese. Ich hol schnell was aus der Praxis. Gut. Was machst du denn schon hier so früh am Morgen? Ich habe Heather Äpfel für einen Apfelkuchen versprochen. Und außerdem wollte ich Patrick besuchen. Halt mal. Gern. Oh, bitte, du tust ihm doch nicht weh. Ich helfe ihm nur. Ich finde, du machst das ganz ausgezeichnet. Ich habe es gelernt. Ja, ist ja gleich vorbei. Trank bitte den Wattepad mit dem Desinfektionsmittel. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Es brennt ein bisschen, ist aber gleich vorbei. Vielleicht bin ich... Ja. Was macht ihr denn da? Patrick. Guten Morgen, Patrick. Hast du gut geschlafen? Wenn ich mit dir zusammen aufgewacht wäre, würde es mir jetzt sichtlich besser gehen. Was machst du hier mit Simon? Joe hat sich unten am Strand etwas eingetreten und ich war sehr froh, dass Kathleen da war. Unten am Strand? Nein, hier oben. Ich wollte dich besuchen. Komm, Joe. Wir gucken gleich mal, ob du wieder laufen kannst. Komm, Joe, komm. Na, komm, Joe. Lass die Finger von Kathleen. Ich warne dich. Patrick, werd nicht wieder theatralisch. Ihr mögt euch aber, oder? Kathleen wird eine tolle Tierärztin. Wir werden heiraten und sie wird sicher meine gute Mutter werden. Wir werden sicher sehr glücklich hier auf Queenswood. Du willst also wirklich hierher ziehen? Ja, was dagegen? Nein. Mann. Kannst du denn für das alles hier aufkommen? Und auch noch für eine Familie? Das ist doch nur mein Problem. Habe ich richtig gehört? Du willst doch hierher ziehen? Ja, und zwar mit dir. Aber gestern da... Gestern war gestern. Das fällt Ihnen jetzt ein? Das Shooting war für nächste Woche festgesetzt. Ja, Sie müssen sich an Ihre Abmachungen halten. Ich habe auch meine Termine. Ja. Ja, also gut. Ja, ich bin rechtzeitig da. Aber das darf nicht nochmal vorkommen. Störe ich? Nein, nein, komm rein. Die Aufnahmen für die Kollektion wurden vorverlegt. Wir müssen morgen früh nach Exeter und ich muss am Abend in London sein. Ich habe nachgedacht. Lass uns hierher ziehen. Wie bitte? Das ist doch dein Wunsch. Was willst du damit erreichen, James? Gar nichts. Aber ich kann doch genauso gut hier eine Kanzlei eröffnen. Und ich kann mich noch mehr um Phil kümmern. Aber Patrick will auch hierher. Simon ist der Einzige, der es nicht möchte. Wir müssten ihn dann auszahlen. Ja, oder wir ziehen alle zusammen nach Queenswood. Wie früher. Wir lernen uns dann auch alle wieder besser kennen und sind eine richtige Familie. Das wäre doch großartig. Tja, jetzt musst du dich nur noch mit Jenny annehmen. Das ist kein Problem. Sie wird euch übrigens gleich einen Vorschlag machen, den ich persönlich für etwas übertrieben halte. Wollt ihr das nicht doch lieber unter euch besprechen? Nein. Du gehörst zu mir. Ich möchte, dass du bleibst. Guten Morgen. 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 Guten Morgen. Also, ich habe nachgedacht. Wäre es nicht wunderbar, wenn wir alle hier zusammen wohnen würden? Na, was haltet ihr davon? Also an eine Wohngemeinschaft habe ich nun wirklich nicht gedacht. Tut mir leid, Jen. Ich fände es wunderbar. Was meinst du dazu, Simon? Also, ich finde es traumhaft hier. Wirklich. Aber mich zieht's nach London. Zu meiner Arbeit. Sie, Mrs. Paddington, müssten dann natürlich ausziehen. Da Mr. Mansley sie in seinem Testament gar nicht erwähnt hat, ist es wohl auch in seinem Sinne, wenn sie die Koffer packen. Ob Mrs. Paddington auszieht oder nicht, ist garantiert nicht deine Entscheidung, James. Mit ihr werde ich sicher nicht unter einem Dach wohnen. Nicht nach allem, was vorgefallen ist. Ja. Dann werde ich mich jetzt um die letzte Praxisabrechnung kümmern. Sie entschuldigen mich bitte. Ich glaube, sie hat es verstanden. Das war überflüssig, James. Na, hör mal. Immerhin hat sie unsere Mutter aufgegriffen. Was hat sie denn gesagt? Ich bin nicht.
Es tut mir so leid. Kann ich irgendwas für dich tun? Ist schon in Ordnung. Entschuldige bitte. Ach, Kathleen, wenn du doch wenigstens die Praxis übernehmen würdest, dann wäre ich schon beruhigt. Sie braucht einen Arzt. Tante Heather, wir fahren kurz bei Dr. Bolton vorbei und dann bringe ich dich zu Mama, ja? Da kannst du dich ausruhen. Kommen Sie, ich fahre gut. Danke. Kommen Sie her. Gesagt, lass diese Testamentsgeschichte. Jetzt hast du's. Ich wollte doch kein böses Blut schaffen, Linda. Genau das Gegenteil habe ich gewollt. Du hast doch gehört, was Dr. Bolton gerade gesagt hat. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Wenn du dich wieder aufregst, erleidest du gleich den nächsten Schwächeanfall. Du, ich gehe nicht nach Queenswood zurück. Nie mehr. Ich bleib bei dir. Das kannst du gerne tun. Aber dann wärst du nicht meine Schwester Heather, so wie ich sie kenne. Du hast die ganze Geschichte angezettelt, nun solltest du sie auch zu Ende bringen. Du rätst mir weiterzumachen? Du warst doch von Anfang an gegen meinen Plan. Richard wollte doch bestimmt nicht, dass du Queenswood jemals verlässt. Nein. Nein, das hätte er nicht gewollt. Hast du ein Whisky für mich? Das hört sich schon viel besser an. Tante bald wieder besser. Tante Heather ist zäh. Mach dir keine Sorgen. Ist gut? Nein, er ist nicht. Naja, wenigstens hat uns ihr Schwächeanfall so was wie einen kleinen gemeinsamen Ausflug beschert. So was habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Warum nicht? Naja, als Unternehmensberater in einer Stadt wie London, da habe ich den Versuch, ein Privatleben zu führen, schon lange aufgegeben. Und Natur ist schon fast ein Fremdwort für mich. Aber eins, das man nachschlagen kann. Wie geht's? Danke, gut. Lust mit rauszufahren? Ich mache eine kleine Runde. Na, was hältst du davon? So? Warum nicht? Nun komm schon. Hallo, Gatling. Hallo. Schön hier, nicht? Mhm. Ich vermisse Cornwall immer, wenn ich in London bin. Ich habe das hier alles wohl jahrelang einfach verdrängt. Warum war das Verhältnis zu deinem Vater so schlecht? Zu meinem Vater? Mein Vater wollte eines Tages, dass ich die Praxis übernehme. Er hatte einfach beschlossen, dass ich Tierarzt werden soll. Als ich mich weigerte, haben wir uns furchtbar gestritten und total überworfen. Aber meine Mutter, die hat mich sofort verstanden und ziehen lassen. Mit ihm habe ich danach eigentlich kaum mehr ein Wort gesprochen, nur noch das Notwendigste. Das war wohl auch der Grund dafür, weswegen ich nie mehr hierher zurück wollte. Merkwürdig, nicht wahr? Nein, überhaupt nicht. Tja, ich habe wohl meine Wurzeln verloren. Bist du glücklich? Ja. Moment schon. Ich muss ein paar Netze einholen. Wie wär's mit einem Ausflug auf die Insel? Und wie kommen wir darüber? Ihr nehmt das Ruderboot. Du machst das schon nicht schlecht. Ich hab's ja auch mal gelernt. Irgendwann.
Geht's Ihnen besser? Ach, das war halb so schlimm. Wo Simon wohl bleibt? Er wird ein bisschen spazieren fahren. Mit Patrick müssen wir, glaube ich, heute auch nicht mehr rechnen. Der komponiert und ist in seine eigene Welt abgetaucht. Es tut mir übrigens leid, wie James es gesagt hat. Aber nicht, was er gesagt hat, Mrs. Paddington. Aber ich werde Queenswood nicht so einfach den Rücken kehren. Hier hat auch mein Leben stattgefunden. Ich möchte Sie bitten, sich das doch mal durch den Kopf gehen zu lassen. Vielleicht, ja. Es wird Zeit, dass Rodney kommt. Ist dir kalt? Erzähl mir von deinen Träumen. Meine Träume? Liebe schenken zu können und wieder geliebt zu werden. So wie ich bin. Und Kinder, mindestens 3. 2 Jungen und ein Mädchen. Ach du meine Güte, sieh mal! Nein, wie kommen wir denn jetzt zurück? Hey, Rodney, du hast doch heute Geburtstag. Ach, unmöglich. Ich habe uns eine Flasche Whisky mitgebracht. Hey, wollen wir einen trinken? Dann komm linksseits. Sind wir? Rodney ist da und wir sollten ihn nicht wieder entkommen lassen. Rodney! Wir kommen runter! Kathleen? Das war die schönste Nacht meines Lebens. Aber jetzt heißt es schwimmen. Ich habe keine Zeit, lange mit dir zu diskutieren. Ich muss nach London. Aber kannst du mir sagen, warum du deine Meinung geändert hast? Man kann sich doch mal anders entscheiden. Naja, aber gestern? Ich will mit Kathleen hier wohnen. Aus. Guten Morgen. Was ist denn mit dir passiert? Ich saß die ganze Nacht auf einer Insel fest. Habt ihr euch geeinigt? Nein. Patrick ist stur. Man kann mit ihm einfach nicht reden. Ich will mit Kathleen hier leben allein. In Vaters Vermächtnis stand nichts davon, dass wir hier alle zusammenleben sollen. Meine Güte, ich hab doch schon gesagt, dass das nur so eine Idee war. Wir einigen uns heute sowieso nicht mehr. Was ruder als Sie. Geben Sie mir doch bitte mal das Tau. Ja. So, ich halte Sie fest. Geht's? Ja. Moment, hier. Sehr gut. Oh. So. So, jetzt kommen Sie rüber. Bitte ja. Sie. Dankeschön. Aufpassen, fallen Sie nicht ins Wasser. Setzen Sie sich. Oh, danke. Entschuldigung. Mach nichts.
Also, dann bringe ich Sie jetzt mal nach Hause. Nicht nötig. Aber vielleicht doch. Ich hätte in meinem Auto noch einen Pullover. Der ist zwar ein bisschen groß, aber... Hauptsache warm. Danke, Heather. Wie geht es Ihnen jetzt hier? So allein? Nicht sehr gut. Ihr Vater fehlt mir sehr. Ja. Ich frage mich, wo die anderen bleiben. Simon hatte wahrscheinlich noch 1000 Termine, bevor er losgefahren ist. Und Jenny kann sich auch schwer von ihrer Arbeit trennen. Haben Sie denn noch viel Kontakt? Nein, wir sehen uns fast nie. Danke. Naja, wir haben alle viel zu arbeiten und keine großen Gemeinsamkeiten. Sind Sie denn glücklich geworden mit Ihrer Musik? Oh. Hallo, Patrick! Hey, hallo, Phil! Komm mal her! Habe ich von Mama gekriegt. Wow! Mein Gott, wie sie da steht, als wäre sie die Hausherrin. Ich bin gespannt, wie viel das Haus wert ist. Allein der Grund muss ein Vermögen bringen. Bestimmt hat er ihr alles vermacht. Wie gut, dass ich Anwalt bin. Damit können wir die Paddington bestimmt einschüchtern. Ach, was habe ich Queenswood immer geliebt. Hallo, Jenny. Hey, Patrick. Schön, dich endlich mal wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch. Hallo, Patrick. Schon lange hier? 2 Stunden. Hm. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass sie uns erst jetzt informiert hat. Nach über einer Woche. Und ich glaube kein Wort davon, dass Vater es so wollte. Ah, Mrs. Paddington. Guten Tag, Jenny. Willkommen auf Queenswood. Was ist mit Vaters Tierarztpraxis? Die ist im Moment geschlossen. Ich habe noch keine Vertretung dafür gefunden. Sie waren ja auch mit der Beerdigung beschäftigt. Jenny. Ja, ich habe Ihnen das frühere Elternschlafzimmer zurechtgemacht. Nein, ich möchte in meinem alten Zimmer schlafen. Falls es... Du kannst dich ja melden. Lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende. Ach, Mann. Oder ist da noch etwas, was du mir sagen möchtest? Nein, nein. Wir hätten auch früher drauf kommen können. Ein maschinengeschriebenes Testament ist sowieso vollkommen wertlos. Und James hat es sogar noch gesagt. Schade. Ich hatte mich schon so drauf gefreut, hier einzuziehen. Du musst dich doch nur mit Heather einigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwas dagegen hat. Und wenn es dir nur darum geht, hier Geld für dein Studio rauszuziehen, dann mache ich dir jetzt einen Vorschlag. Queenswood bleibt das, was es war. Und ich finanziere dir deinen Traum. Du willst mir ein Tonstudio einrichten? Ja. Wieso tust du das, wenn du hier nicht herziehen willst? Ist doch klar. Er will mir Catherine abkaufen. Aber nicht mit mir. Ach, Patrick. Du hast überhaupt nichts verstanden. Ja, ich mag Catherine sogar viel zu sehr. Aber Catherine liebt dich. Und ich werde mich garantiert nicht zwischen euch stellen. Geht das jetzt endlich rein in deinen Dickschädel? Jenny, ich weiß nicht, warum ich das tue. Vielleicht aus Sentimentalität, ich habe keine Ahnung. Wollen wir wirklich heute noch zurück nach London? Ja, und ich werde auch so schnell nicht wiederkommen. Wir werden beraten, wie es weitergeht. Aber Queenswood bleibt natürlich hier zu Hause. Ja, und das Konzert? Das wird auch ohne mich stattfinden. Ich muss zurück, ich werde erwartet. Sie werden erwartet? Flüchten, Simon. Wie bitte? Sie flüchten. Vor sich und ihren Gefühlen.
Ich hole jetzt meine Tasche von oben. Moment noch, ganz ruhig. Ich bin gleich bei Ihnen. So. Was ist denn passiert? Ich habe meinen Ruder verloren. Es ist mir aus der Hand gerutscht. Was? Es ist wohl weg. Naja, besser das Ruder als Sie. Geben Sie mir doch bitte mal das Tau. Ja. So, ich halte Sie fest. Geht's? Ja. Moment, hier. Sehr gut. Oh. So. So, jetzt kommen Sie rüber. Bitte, ja? Sie. Dankeschön. Aufpassen, oh. Fallen Sie nicht ins Wasser. Setzen Sie sich. Oh, danke. Oh. Entschuldigung. Mach nichts. Ja, so. Dann bringe ich Sie jetzt mal nach Hause. Nicht nötig. Aber vielleicht doch. Ich hätte in meinem Auto noch einen Pullover. Der ist zwar ein bisschen groß, aber... Hauptsache warm. Danke, Heather. Wie geht es Ihnen jetzt hier? So allein? Nicht sehr gut. Ihr Vater fehlt mir sehr. Ja, ich frage mich, wo die anderen bleiben. Simon hatte wahrscheinlich noch 1000 Termine, bevor er losgefahren ist. Und Jenny kann sich auch schwer von ihrer Arbeit trennen. Haben Sie denn noch viel Kontakt? Nein, wir sehen uns fast nie. Danke. Naja, wir haben alle viel zu arbeiten und keine großen Gemeinsamkeiten. Sind Sie denn glücklich geworden mit Ihrer Musik? Oh. Hallo, Patrick! Hey, hallo, Phil! Komm mal her! Habe ich von Mama gekriegt. Wow! Mein Gott, wie sie da steht, als wäre sie die Hausherrin. Ich bin gespannt, wie viel das Haus wert ist. Allein der Grund muss ein Vermögen bringen. Bestimmt hat er ihr alles vermacht. Wie gut, dass ich Anwalt bin. Damit können wir die Paddington bestimmt einschüchtern. Ach, was habe ich Queenswood immer geliebt. Hallo, Jenny. Hey, Patrick. Du hast mich noch nie verstanden. Das liegt nicht nur an mir. Du hast mich doch damals nur geheiratet, um von hier wegzukommen. Es ging dir nicht um mich. Heather? Mhm. Darf ich Sie was fragen? Gern. Haben Sie meinen Vater geliebt? Er war mein Leben. Aber ich wusste immer, dass ihm die Familie über alles ging. Er konnte es nur nicht so zeigen. Mutters Geschirr. Ja, hier hat sich nicht viel verändert. Meine Mutter hat sich umgebracht, weil mein Vater ein Verhältnis mit ihnen hatte. Nein, Simon, das ist nicht wahr. Ich schwöre bei Gott, dass zu Lebzeiten Ihrer Mutter nichts gewesen ist zwischen Ihrem Vater und mir. Das müssen Sie mir bitte glauben. Aber Jenny hat doch gesehen, wie Sie beide sich umarmt haben. Ja, wie man sich unter guten Freunden umarmt, wenn man Hilfe und Halt braucht. Nicht mehr. Ich wusste genau, was er fühlte und wie wichtig ihm auch gerade dieses Vermächtnis war. Das mag sein, aber er kann doch nicht von uns verlangen, dass wir uns nach seinen Vorstellungen richten. Ich will Queenswood nicht. Warum soll ich darum kämpfen? Ich meinte ja nur, dass wir darüber nachdenken sollten. Unsere Kinder könnten dort aufwachsen. Ich könnte die Tierarztpraxis deines Vaters weiterführen. Und du könntest in Ruhe komponieren. Kathleen, es ist das Beste, wenn das Haus verkauft wird. Simon hat seinen Job in London. Jenny und James sind glücklich in Exeter. Ich will meine Musik machen. Ich könnte mir von meinem Anteil endlich ein eigenes Tonstudio einrichten. Und der Wille eures Vaters? Hat er sich jemals um uns gekümmert? Das ist noch lange kein Grund, sein Elternhaus zu verkaufen. Das Studio ist mein Traum.
Und was wird aus unseren Träumen? Willst du überhaupt Kinder? Ja, natürlich. Und wann? Wenn ich mit meiner Musik Erfolg habe. Also erst die Karriere und wenn dann noch Zeit übrig bleibt, dann die Familie. Wir werden Kinder haben, aber nicht jetzt und nicht hier. Sagen, wenn du nicht willst. Aber du kannst, das weißt du. Ja, Mama, ich weiß. Ist es wegen Patrick? Auch. Patrick sieht nur noch sich und seine Karriere. Ist schon in Ordnung. Entschuldige bitte. Ach, Kathleen, wenn du doch wenigstens die Praxis übernehmen würdest. Dann wäre ich schon beruhigt. Sie braucht einen Arzt. Tante Heather. Wir fahren kurz bei Dr. Bolton vorbei und dann bringe ich dich zu Mama, ja? Da kannst du dich ausruhen. Kommen Sie. Ich fahre. Danke. Kommen Sie. Ich hab dir immer gesagt, lass diese Testamentsgeschichte. Jetzt hast du's. Ich wollte doch kein böses Blut schaffen, Linda. Genau das Gegenteil habe ich gewollt. Du hast doch gehört, was Dr. Bolton gerade gesagt hat. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Wenn du dich wieder aufregst, erleidest du gleich den nächsten Schwächeanfall. Du, ich gehe nicht nach Queenswood zurück. Nie mehr. Ich bleib bei dir. Das kannst du gerne tun. Aber dann wärst du nicht meine Schwester Heather, so wie ich sie kenne. Du hast die ganze Geschichte angezettelt, nun solltest du sie auch zu Ende bringen. Du rätst mir weiterzumachen? Du warst doch von Anfang an gegen meinen Plan. Richard wollte doch bestimmt nicht, dass du Queenswood jemals verlässt. Nein. Nein, das hätte er nicht gewollt. Hast du einen Whisky für mich? Das hört sich schon viel besser an. Tante bald wieder besser. Tante Heather ist zäh. Mach dir keine Sorgen. Ist gut? Nein, er ist nicht. Naja, wenigstens hat uns ihr Schwächeanfall so was wie einen kleinen gemeinsamen Ausflug beschert. So was habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Warum nicht? Naja, als Unternehmensberater in einer Stadt wie London, da habe ich den Versuch, ein Privatleben zu führen, schon lange aufgegeben. Und Natur ist schon fast ein Fremdwort für mich. Aber eins, das man nachschlagen kann. Wie geht's? Danke, gut. Lust mit rauszufahren? Ich mache eine kleine Runde. Na, was hältst du davon? So? Warum nicht? Nun komm schon. Hallo, Kathleen. Hallo. Was machst du denn schon hier so früh am Morgen? Ich habe Herrn Äpfel für einen Apfelkuchen versprochen. Und außerdem wollte ich Patrick besuchen. Halt mal. Gern. Oh, bitte, du tust ihm doch nicht weh. Ich helfe ihm nur. Ich finde, du machst das ganz ausgezeichnet. Ich habe es gelernt. Ja, ist ja gleich vorbei. Trank bitte den Wattepad mit dem Desinfektionsmittel. Ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Rennt ein bisschen, ist aber gleich vorbei. Vielleicht bin ich.
Was macht ihr denn da? Patrick. Guten Morgen, Patrick. Hast du gut geschlafen? Wenn ich mit dir zusammen aufgewacht wäre, würde es mir jetzt sichtlich besser gehen. Was machst du hier mit Simon? Joe hat sich unten am Strand etwas eingetreten und ich war sehr froh, dass Kathleen da war. Unten am Strand? Nein, hier oben. Ich wollte dich besuchen. Komm, Joe. Wir gucken gleich mal, ob du wieder laufen kannst. Komm, Joe, komm. Nein, komm, Joe. Lass die Finger von Kathleen. Ich warne dich. Patrick, werd nicht wieder theatralisch. Ihr mögt euch aber, oder? Kathleen wird eine tolle Tierärztin. Wir werden heiraten und sie wird sicher meine gute Mutter werden. Wir werden sicher sehr glücklich hier auf Queenswood. Du willst also wirklich hierher ziehen? Ja, was dagegen? Nein. Kannst du denn für das alles hier aufkommen? Und auch noch für eine Familie? Das ist doch nur mein Problem. Habe ich richtig gehört? Du willst doch hierher ziehen? Ja, und zwar mit dir. Aber gestern da... Gestern war gestern. Das fällt Ihnen jetzt ein? Das Shooting war für nächste Woche festgesetzt. Sie müssen sich an Ihre Abmachungen halten. Ich habe auch meine Termine. Ja, ja, also gut. Ja, ich bin rechtzeitig da. Aber das darf nicht nochmal vorkommen. Störe ich? Nein, nein, komm rein. Die Aufnahmen für die Kollektion wurden vorverlegt. Wir müssen morgen früh nach Exeter und ich muss am Abend in London sein. Ich habe nachgedacht. Lass uns hierher ziehen. Ich bitte? Das ist doch dein Wunsch. Was willst du damit erreichen, James? Gar nichts. Aber ich kann doch genauso gut hier eine Kanzlei eröffnen. Und ich kann mich noch mehr um Phil kümmern. Es wird Zeit, dass Rodney kommt. Ist dir kalt? Mhm. Erzähl mir von deinen Träumen. Meine Träume? Liebe schenken zu können und wieder geliebt zu werden. So wie ich bin. Und Kinder. Mindestens 3. 2 Jungen und ein Mädchen. Hm. Ach du meine Güte, sieh mal! Oh nein, wie kommen wir denn jetzt zurück? Hey, Rodney, du hast doch heute Geburtstag. Ach, komm wirklich. Ich habe uns eine Flasche Whisky mitgebracht. Hey, wollen wir trinken? Dann komm längsseits. Sind wir? Rodney ist da. Wir sollten ihn nicht wieder entkommen lassen. Rodney! Wir kommen runter! Kathleen? Das war die schönste Nacht meines Lebens. Aber jetzt heißt es schwimmen. Ich habe keine Zeit, lange mit dir zu diskutieren. Ich muss nach London. Aber kannst du mir sagen, warum du deine Meinung geändert hast? Man kann sich doch mal anders entscheiden. Naja, aber gestern? Ich will mit Kathleen hier wohnen. Aus. Guten Morgen. Was ist denn mit dir passiert? Ich saß die ganze Nacht auf einer Insel fest. Habt ihr euch geeinigt? Nein. Patrick ist stur. Man kann mit ihm einfach nicht reden. Ich will mit Kathleen hier leben allein. In Vaters Vermächtnis stand nichts davon, dass wir hier alle zusammenleben sollen.
Meine Güte, ich habe doch schon gesagt, dass das nur so eine Idee war. Wir einigen uns heute sowieso nicht mehr. Ich muss jetzt los. Dann lasst uns die Entscheidung doch auf nächstes Wochenende vertagen. Was du da tust, Heather. Was das für Konsequenzen haben kann. Ja, Linda, das weiß ich. Aber ich habe die Sache angefangen, jetzt muss ich sie auch zu Ende bringen. Aber du weißt doch gar nicht, was in all den Jahren aus Richards Kindern geworden ist. Glaubst du vielleicht, sie werden dich jetzt einfach in den Arm nehmen und dir verzeihen? Vielleicht glaube ich das wirklich. Du hast ja schon immer zu viele Illusionen gemacht. Auch über Richard. Schwesterherz. Du bist glücklich verheiratet, hast eine wunderbare Tochter, die dich liebt. Das habe ich vom Leben nie bekommen. Entschuldige. Ich mache mir eben nur Sorgen, dass man dir wehtun könnte. Ich muss leider los. Oder glaubst du, Patrick bringt Kathleen erst mit hierher? Das weiß ich nicht, er hat nichts davon gesagt. Schon eigenartig, dass die beiden sich erst in London näher gekommen sind. Ja, das hätten sie eigentlich auch schon auf dem College haben können. Ob Jenny mich wohl immer noch hasst? Muss ich wirklich mit, Mama? Pass mal auf, mein Schatz. Dein Großvater ist gestorben. Und jetzt müssen meine Geschwister und ich in Cornwall das Erbe regeln. Vergiss meine Tasche nicht. Dann kannst ja du als Anwalt dafür sorgen, dass wir alles bekommen. Darauf kannst du dich verlassen. Dieser Heather Paddington bekommt jedenfalls nichts. Mit Patrick müssen wir, glaube ich, heute auch nicht mehr rechnen. Der komponiert und ist in seine eigene Welt abgetaucht. Es tut mir übrigens leid, wie James es gesagt hat. Aber nicht, was er gesagt hat, Mrs. Paddington. Aber ich werde Queenswood nicht so einfach den Rücken kehren. Hier hat auch mein Leben stattgefunden. Ich möchte Sie bitten, sich das doch mal durch den Kopf gehen zu lassen. Vielleicht, ja. Es wird Zeit, dass Rodney kommt. Ist dir kalt? Mhm. Darf ich? Gerne. Erzähl mir von deinen Träumen. Meine Träume? Liebe schenken zu können und wieder geliebt zu werden. So wie ich bin. Und Kinder. Mindestens 3. 2 Jungen und ein Mädchen. Mm. Ach du meine Güte, sieh mal! Oh nein, wie kommen wir denn jetzt zurück? Rodney, du hast doch heute Geburtstag. Ja, unmöglich. Ich habe uns eine Flasche Whisky mitgebracht. Hey,
Wollen wir einen trinken? Dann komm linksseits! Sind wir? Rodney ist da und wir sollten ihn nicht wieder entkommen lassen. Rodney! Wir kommen runter! Kathleen? Das war die schönste Nacht meines Lebens. Aber jetzt heißt es schwimmen. Ich habe keine Zeit, lange mit dir zu diskutieren. Moment noch, ganz ruhig. Ich bin gleich bei Ihnen. So. Was ist denn passiert? Ich habe meinen Ruder verloren. Es ist mir aus der Hand gerutscht. Was? Es ist wohl weg. Naja, besser das Ruder als Sie. Geben Sie mir doch bitte mal das Tau. Ja. So, ich halte Sie fest. Geht's? Ja. Moment, hier. Sehr gut. Oh. So. So, jetzt kommen Sie rüber. Bitte ja? Sie. Dankeschön. Aufpassen, oh. Fallen Sie nicht ins Wasser. Setzen Sie sich. Oh, danke. Oh. Entschuldigung. Mach nichts. Ja, so. Dann bringe ich Sie jetzt mal nach Hause. Nicht nötig. Aber vielleicht doch. Ich hätte in meinem Auto noch einen Pullover. Der ist zwar ein bisschen groß, aber... Hauptsache warm. Danke, Heather. Wie geht es Ihnen jetzt hier? So allein? Nicht sehr gut. Ihr Vater fehlt mir sehr. Ja. Ich frage mich, wo die anderen bleiben. Auch Simon hatte wahrscheinlich noch 1000 Termine, bevor er losgefahren ist. Und Jenny kann sich auch schwer von ihrer Arbeit trennen. Haben Sie denn noch viel Kontakt? Nein, wir sehen uns fast nie. Danke. Naja, wir haben alle viel zu arbeiten und keine großen Gemeinsamkeiten. Sind Sie denn glücklich geworden mit Ihrer Musik? Oh. Hallo, Rodney. Kathleen. Wie geht's? Danke, gut. Lust mit rauszufahren? Ich mache eine kleine Runde. Na, was hältst du davon? So? Warum nicht? Nun, komm schon. Hallo, Kathleen. Komm schon drauf. Hallo. Wenn ich in London bin. Ich habe das hier alles wohl jahrelang einfach verdrängt.
Warum war das Verhältnis zu deinem Vater so schlecht? Zu meinem Vater? Mein Vater wollte eines Tages, dass ich die Praxis übernehme. Er hatte einfach beschlossen, dass ich Tierarzt werden soll. Als ich mich weigerte, haben wir uns furchtbar gestritten und total überworfen. Aber meine Mutter, die hat mich sofort verstanden und ziehen lassen. Mit ihm habe ich danach eigentlich kaum mehr ein Wort gesprochen, nur noch das Notwendigste. Das war wohl auch der Grund dafür, weswegen ich nie mehr hierher zurück wollte. Merkwürdig, nicht wahr? Nein, überhaupt nicht. Tja, ich habe wohl meine Wurzeln verloren. Bist du glücklich? Ja. Im Moment schon. Ich muss ein paar Netze einholen. Wie wär's mit einem Ausflug auf die Insel? Und wie kommen wir darüber? Ihr nehmt das Ruderboot. Du machst das schon nicht schlecht. Ich hab's ja auch mal gelernt. Irgendwann. Geht's Ihnen besser? Nicht nötig. Aber vielleicht doch. Ich hätte in meinem Auto noch einen Pullover. Der ist zwar ein bisschen groß, aber... Hauptsache warm. Danke, Heather. Wie geht es Ihnen jetzt hier? So allein? Nicht sehr gut. Ihr Vater fehlt mir sehr. Ja, ich frage mich, wo die anderen bleiben. Auch Simon hatte wahrscheinlich noch 1000 Termine, bevor er losgefahren ist. Und Jenny kann sich auch schwer von ihrer Arbeit trennen. Haben Sie denn noch viel Kontakt? Nein, wir sehen uns fast nie. Danke. Naja, wir haben alle viel zu arbeiten und keine großen Gemeinsamkeiten. Sind Sie denn glücklich geworden mit Ihrer Musik? Oh. Hallo, Patrick! Hey, hallo, Phil! Komm mal her! Hab ich von Mama gekriegt. Wow! Mein Gott, wie sie da steht, als wäre sie die Hausherrin. Ich bin gespannt, wie viel das Haus wert ist. Allein der Grund muss ein Vermögen bringen. Bestimmt hat er ihr alles vermacht. Wie gut, dass ich Anwalt bin. Damit können wir die Paddington bestimmt einschüchtern. Ach, was habe ich Queenswood immer geliebt. Hallo, Jenny. Hey, Patrick. Schön, dich endlich mal wiederzusehen. Ja, ich freue mich auch. Hallo, Patrick. Schon lange hier? 2 Stunden. Hm. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ihr uns erst jetzt informiert habt. Nach über einer Woche. Und ich glaube kein Wort davon, dass Vater es so wollte. Ah, Mrs. Paddington. Guten Tag, Jenny. Willkommen auf Queenswood. Was ist mit Vaters Tierarztpraxis? Die ist im Moment geschlossen. Ich habe noch keine Vertretung dafür gefunden. Sie waren ja auch mit der Beerdigung beschäftigt. Jenny. Ja, ich habe Ihnen das frühere Elternschlafzimmer zurechtgemacht. Nein, ich möchte in meinem alten Zimmer schlafen. Falls es das noch gibt. Natürlich, ja. Ich habe für heute Abend ein Essen vorbereitet. Gut, bis dahin wird ja wohl auch Simon wieder los. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ein Whisky wäre gut. Und du kriegst eine Limonade. Oh ja! Komm, mein Liebling! Bitte sehr.
Mrs. Paddington, hatten Sie eigentlich noch ein Angestelltenverhältnis bei Mr. Maisley? Ja, natürlich. Dann sollten Sie sich schon mal nach einer neuen Stelle umsehen. Mann, kannst du denn für das alles hier aufkommen? Und auch noch für eine Familie? Das ist doch nur mein Problem. Habe ich richtig gehört? Du willst doch hierher ziehen? Ja, und zwar mit dir. Aber gestern da... Gestern war gestern. Das fällt Ihnen jetzt ein? Das Shooting war für nächste Woche festgesetzt. Ja, Sie müssen sich an Ihre Abmachungen halten. Ich habe auch meine Termine. Ja. Ja, also gut. Ja, ich bin rechtzeitig da. Aber das darf nicht nochmal vorkommen. Störe ich? Nein, nein, komm rein. Die Aufnahmen für die Kollektion wurden vorverlegt. Wir müssen morgen früh nach Exeter und ich muss am Abend in London sein. Ich habe nachgedacht. Lass uns hierher ziehen. Ich bitte? Das ist doch dein Wunsch. Was willst du damit erreichen, James? Gar nichts. Aber ich kann doch genauso gut hier eine Kanzlei eröffnen. Und ich kann mich noch mehr um Phil kümmern. Aber Patrick will auch hierher. Simon ist der Einzige, der es nicht möchte. Wir müssen ihn dann auszahlen. Ja, oder wir ziehen alle zusammen nach Queenswood. Wie früher. Wir lernen uns dann auch alle wieder besser kennen und sind eine richtige Familie. Das wäre doch großartig. Tja, jetzt musst du dich nur noch mit Jenny annehmen. Das ist kein Problem. Sie wird euch übrigens gleich einen Vorschlag machen, den ich persönlich für etwas übertrieben halte. Wollt ihr das nicht doch lieber unter euch besprechen? Nein. Du hörst zu mir. Ich möchte, dass du bleibst. Guten Morgen. 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 Guten Morgen. Also, ich habe nachgedacht. Wäre es nicht wunderbar, wenn wir alle hier zusammen wohnen würden? Na, was haltet ihr davon? Also an eine Wohngemeinschaft habe ich nun wirklich nicht gedacht. Tut mir leid, Jen. Ich fände es wunderbar. Was meinst du dazu, Simon? Also, ich finde es traumhaft hier. Wirklich. Aber mich zieht's nach London. Zu meiner Arbeit. Sie, Mrs. Paddington, müssten dann natürlich ausziehen. Da Mr. Maisley sie in seinem Testament gar nicht erwähnt hat, ist es wohl auch in seinem Sinne, wenn sie die Koffer packen. Ob Mrs. Paddington auszieht oder nicht, ist garantiert nicht deine Entscheidung, James. Mit ihr werde ich sicher nicht unter einem Dach wohnen. Nicht nach allem, was vorgefallen ist. Ja. Dann werde ich mich jetzt um die letzte Praxisabrechnung kümmern. Sie entschuldigen mich bitte. Ich glaube, sie hat es verstanden. Das war überflüssig, James. Na, hör mal. Immerhin hat sie uns verursacht. Es tut mir so leid. Kann ich irgendwas für dich tun? Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ach, Mann. Oder ist da noch etwas, was du mir sagen möchtest? Nein, nein. Wir hätten auch früher drauf kommen können. Ein maschinengeschriebenes Testament ist sowieso vollkommen wertlos. Und James hat es sogar noch gesagt. Schade. Ich hatte mich schon so drauf gefreut, hier einzuziehen. Du musst dich doch nur mit Heather einigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwas dagegen hat. Und wenn es dir nur darum geht, hier Geld für dein Studio rauszuziehen, dann mache ich dir jetzt einen Vorschlag. Queenswood bleibt das, was es war. Und ich finanziere dir deinen Traum. Du willst mir ein Tonstudio einrichten? Ja. Wieso tust du das, wenn du hier nicht herziehen willst? Ist doch klar. Er will mir Kathleen abkaufen. Aber nicht mit mir. Ach, Patrick. Du hast überhaupt nichts verstanden. Ja, ich mag Kathleen sogar viel zu sehr. Aber Kathleen liebt dich. Und ich werde mich garantiert nicht zwischen euch stellen. Geht das jetzt endlich rein in deinen Dickschädel? Jenny, ich weiß nicht, warum ich das tue. Vielleicht aus Sentimentalität, ich habe keine Ahnung. Thank you.
Und Sie wollen wirklich heute noch zurück nach London? Ja. Und ich werde auch so schnell nicht wiederkommen. Wir werden beraten, wie es weitergeht. Aber Queenswood bleibt natürlich hier zu Hause. Ja, und das Konzert? Das wird auch ohne mich stattfinden. Ich muss zurück. Ich werde erwartet. Sie werden erwartet? Sie flüchten, Simon. Wie bitte? Sie flüchten. Vor sich und ihren Gefühlen. Ich hole jetzt meine Tasche von oben. Guten Tag, Jenny. Willkommen auf Queenswood. Was ist mit Vaters Tierarztpraxis? Die ist im Moment geschlossen. Ich habe noch keine Vertretung dafür gefunden. Sie waren ja auch mit der Beerdigung beschäftigt. Jenny. Ja, ich habe Ihnen das frühere Elternschlafzimmer zurechtgemacht. Nein, ich möchte in meinem alten Zimmer schlafen. Falls es das noch gibt. Natürlich, ja. Ich habe für heute Abend ein Essen vorbereitet. Gut, bis dahin wird ja wohl auch Simon wieder was. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ein Whisky wäre gut. Und du kriegst eine Limonade. Oh ja! Komm, mein Liebling! Bitte sehr. Mrs. Paddington, hatten Sie eigentlich noch ein Angestelltenverhältnis bei Mr. Maisley? Ja, natürlich. Dann sollten Sie sich schon mal nach einer neuen Stelle umsehen. Warum willst du allein in deinem alten Kinderzimmer schlafen? Hast du wieder deine nostalgischen Anwandlungen? Es berührt mich ja alles mehr, als ich geahnt habe. Mama, kann ich bei dir schlafen? Ja, aber natürlich, mein Liebling. Sicher? Ja. Vielen Dank fürs Herfahren. Ich fahre Sie aber gern noch bis vor die Tür. Die paar Meter kann ich laufen. Sie haben ohnehin schon viel Zeit durch mich verloren. Ich habe keine Zeit verloren. Und außerdem konnte ich auf die Art und Weise mal wieder rudern. Also dann? Danke für alles. Gern geschehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Boot lag am Strand und ich konnte nicht widerstehen, etwas rauszurudern. Und dabei habe ich dann mein Paddel verloren. Und wo ist denn Patrick? Da wollte ich dich doch hierher fahren. Jetzt komm erst mal rein und wärm dich auf. Kathleen! Mein Mädchen! Papa! Ach, lass dich doch mal. Leute, stell dir vor, das Kind wäre beinahe ertrunken. Mama, übertreib doch nicht. Ich bin nur ein bisschen nass geworden. Wem gehört eigentlich der Pullover? Simon. Simon? Simon Mansley. Ach ja, Simon. Der war ja Jahre nicht hier. Er hat mir aus dem Wasser geholfen, aber er hat mich nicht erkannt. Und dein Freund, Patrick? Hey, Rodney, du hast doch heute Geburtstag. Ach, komm möglich. Ich habe uns eine Flasche Whisky mitgebracht. Hey, wollen wir einen trinken? Dann komm längsseits. Mr. Mansley!
aufwachen. Wo sind wir? Rodney ist da und wir sollten ihn nicht wieder entkommen lassen. Rodney! Wir kommen runter! Kathleen? Das war die schönste Nacht meines Lebens. Aber jetzt heißt es schwimmen. Ich habe keine Zeit, lange mit dir zu diskutieren. Ich muss nach London. Aber kannst du mir sagen, warum du deine Meinung geändert hast? Man kann sich doch mal anders entscheiden. Na ja, aber gestern? Ich will mit Kathleen hier wohnen. Aus. Guten Morgen. Was ist denn mit dir passiert? Ich saß die ganze Nacht auf einer Insel fest. Habt ihr euch geeinigt? Nein. Patrick ist stur. Man kann mit ihm einfach nicht reden. Ich will mit Kathleen hier leben allein. In Vaters Vermächtnis stand nichts davon, dass wir hier alle zusammenleben sollen. Meine Güte, ich hab doch schon gesagt, dass das nur so eine Idee war. Wir einigen uns heute sowieso nicht mehr. Ich muss jetzt los. Dann lasst uns die Entscheidung doch auf nächstes Wochenende vertagen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich will das heute klären. Mansley? Nein, Simon Mansley. Ja, Sie wollen sicher mit meinem Bruder sprechen, ja. Einen Augenblick bitte. Für dich, Mr. Thompson. Mr. Thompson, ich freue mich. Ja, ich habe ein neues Lied für Sarah Brightman. Sie müssen es einfach hören. Ja, wann? Heute noch. Ja, ich richte es ein. Ja, vielen Dank, ich werde glücklich sein. Hallo? Wiederhören. Ich muss packen. Ich habe heute noch ein Treffen mit Sarahs Manager. Super. Aha, und was wird jetzt aus Queenswood? Simon hat recht. Wir besprechen das nächstes Wochenende. Tja, das ist unser Bruder. Ich freue mich darauf, hier zu leben. Jenny, ich will dir wirklich keine Ratschläge geben, aber vergiss bitte nicht, so schnell wie möglich hinter mich bringen. Das ist alles. Willst du gleich mit mir nach Queenswood oder soll ich dich zu deinen Eltern bringen? Weder noch. Lass mich einfach hier raus. Ich war fast ein halbes Jahr nicht mehr hier. Ich laufe gern am Strand nach Hause. Ich rufe dich an, sobald ich Näheres weiß. Viel Glück! Was du da tust, Heather. Was das für Konsequenzen haben kann. Ja, Linda, das weiß ich. Aber ich habe die Sache angefangen, jetzt muss ich sie auch zu Ende bringen. Aber du weißt doch gar nicht, was in all den Jahren aus Richards Kindern geworden ist. Glaubst du vielleicht, sie werden dich jetzt einfach in den Arm nehmen und dir verzeihen? Vielleicht glaube ich das wirklich. Du hast ja schon immer zu viele Illusionen gemacht. Auch über Richard. Schwesterherz. Du bist glücklich verheiratet, hast eine wunderbare Tochter, die dich liebt. Das habe ich vom Leben nie bekommen. Entschuldige. Ich mache mir eben nur Sorgen, dass man dir wehtun könnte. Ich muss leider los. Oder glaubst du, Patrick bringt Kathleen erst mit hierher? Das weiß ich nicht, er hat nichts davon gesagt. Schon eigenartig, dass die beiden sich erst in London näher gekommen sind. Ja, das hätten sie eigentlich auch schon auf dem College haben können. Ob Jenny mich wohl immer noch hasst? Muss ich wirklich mit, Mama? Pass mal auf, mein Schatz. Dein Großvater ist gestorben. Jetzt müssen meine Geschwister und ich in Cornwall das Erbe regeln. Vergiss meine Tasche nicht. Dann kannst ja du als Anwalt dafür sorgen, dass wir alles bekommen. Darauf kannst du dich verlassen. Dieser Heather Paddington bekommt jedenfalls nichts.
Bitte sehr. Mrs. Paddington, hatten Sie eigentlich noch ein Angestelltenverhältnis bei Mr. Maisley? Ja, natürlich. Dann sollten Sie sich schon mal nach einer neuen Stelle umsehen. Warum willst du allein in deinem alten Kinderzimmer schlafen? Hast du wieder deine nostalgischen Anwandlungen? Es berührt mich ja alles mehr, als ich geahnt habe. Mama, kann ich bei dir schlafen? Ja, aber natürlich, mein Liebling. Halten Sie davon, bitte. Hier? Sind Sie ganz sicher? Ja. Vielen Dank fürs Herfahren. Ich fahre Sie aber gern noch bis vor die Tür. Die paar Meter kann ich laufen. Sie haben ohnehin schon viel Zeit durch mich verloren. Ich habe keine Zeit verloren. Und außerdem konnte ich auf die Art und Weise mal wieder rudern. Also dann? Danke für alles. Gern geschehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Boot lag am Strand und ich konnte nicht widerstehen, etwas rauszurudern. Und dabei habe ich dann mein Paddel verloren. Wo ist denn Patrick? Da wollte ich dich doch hierher fahren. Jetzt komm erst mal rein und wärm dich auf. Kathleen! Mein Mädchen! Papa! Ach, lass dich doch mal. Heute, stell dir vor, das Kind wäre beinahe ertrunken. Mama, übertreib doch nicht. Ich bin nur ein bisschen nass geworden. Wem gehört eigentlich der Pullover? Simon. Simon? Simon Mansley. Ach ja, Simon. Der war ja Jahre nicht hier. Er hat mir aus dem Wasser geholfen, aber er hat mich nicht erkannt. Und dein Freund, Patrick Mansley? Wo war der? In Queenswood. So, so. Wo ist deine Tasche? Noch in seinem Wagen. Jetzt quetscht das Kind nicht so aus, Walter. Kathleen braucht erstmal Tee und eine heiße Tüte. Naja, das Stück ist noch nicht ganz fertig. Das soll mal ein Riesenhit für Sarah Brightman werden. Sie arbeiten für Sarah Brightman? Früher mal. Ja, jetzt hab ich... Es gibt tatsächlich ein zweites Testament meines Vaters. Er wollte, dass Heather alles erbt, den gesamten Besitz. Sie muss das Testament also gefälscht haben. Aber warum? Hast du mit Tante Heather gesprochen? Nein, sie war nicht da. Aber da ist noch was. Ja? Ich habe auch noch einen Brief meiner Mutter gefunden. Ihren Abschiedsbrief. Meine Mutter war schwer krank. Sie hatte einen Tumor und um nicht leiden zu müssen, hat sie sich das Leben genommen. Kathleen, ich... Komm, Simon. Wir sprechen gemeinsam mit Tante Heather.
Ich muss nur noch schnell nach den Schafen schauen. Hey! Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Hoffentlich wird das nicht stärker. Ach, das wird nur ein kleiner Schauer sein. Ach du meine Güte, jetzt geht's aber richtig los. Oh. Komm, da können wir uns unterstellen. Ja. Warte, hier. So was nimmst du, einen kleinen Schauer? Kannst du mich zu meiner Mutter fahren? Ich hatte versprochen, ihr zu helfen. Was ist mit dem Hund? Heather soll ihm die Spritze geben. Sie kann das genauso gut wie ich. Ja gut, dann fahre ich schon mal. Heather, Sie haben uns hierher gebeten. Ja. Ja. Einen Moment, bitte. Also, ich habe hier das Testament, das Ihr Vater mir anvertraut hat. Ich finde, es spielt jetzt keine Rolle, wie ich zu ihm stand. Das Wichtigste ist doch jetzt der Inhalt des Schreibens. An meine lieben Kinder. Queenswood war immer euer Zuhause, bis zum Tode eurer geliebten Mutter, meiner Frau. Ihr habt mir die Schuld an ihrem Tod gegeben. Dazu kann ich nur sagen, das entspricht nicht der Wahrheit. Wir hatten Streit in letzter Zeit und Schweigen bestimmte unser Verhältnis. Deshalb wollte ich auch nicht, dass ihr an meinem Grab steht. Aber ich möchte, dass Queenswood in Zukunft wieder euer Zuhause wird und es auch bleibt. Einer von euch soll mit seiner Familie, seinen Kindern, Queenswood wieder zu dem machen, was es einmal war. Ein Hort der Familie und der Freude. Was heißt das? Queenswood darf nicht verkauft werden. Falls ihr euch aber nicht einigen solltet, fällt der gesamte Besitz an die Kirche. Ich hoffe, dass ihr euch in Frieden einigt, in Liebe, euer Vater. Haben Sie davon gewusst? Ja. Und Sie haben ihn nicht davon abgehalten? Immerhin gehen Sie leer aus. Das macht nichts. Ich möchte auch gern, dass hier in Queenswood wieder Leben einkehrt. Das Testament ist nicht rechtsgültig. Es ist nicht handgeschrieben. Ich finde, das tut überhaupt nichts zur Sache. Ein Vermächtnis ist ein Vermächtnis. Und wir sollten das respektieren. Also, wir dürfen nicht verkaufen. Einer von uns soll Queenswood wieder übernehmen und das mit erheblichen Auflagen. Entschuldigt mich bitte. Also, ich muss auch erstmal darüber nachdenken. Queenswood gehört uns und nicht dieser Paddington. Lass uns deine Brüder überreden, das Haus zu verkaufen. Wie kommst du darauf, dass ich verkaufen will? Ich will hier leben. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich habe mir doch nicht in Exeter eine Kanzlei aufgebaut, um hier draußen zu versauern. Aber es ist doch wunderschön hier. Einfach den Rücken kehren. Hier hat auch mein Leben stattgefunden. Ich möchte Sie bitten, sich das doch mal durch den Kopf gehen zu lassen. Vielleicht, ja. Es wird Zeit, dass Rodney kommt. Ist dir kalt? Mhm. Darf ich? Gerne. Erzähl mir von deinen Träumen. Meine Träume? Liebe schenken zu können und wieder geliebt zu werden. So wie ich bin. Und Kinder. Mindestens 3. 2 Jungen und ein Mädchen. Mm. Ach du meine Güte, sieh mal! Oh nein, wie kommen wir denn jetzt zurück? Thank you.
Rodney, du hast doch heute Geburtstag. Na? Komm möglich. Ich habe uns eine Flasche Whisky mitgebracht. Hey, wollen wir einen trinken? Dann komm linksseits. Sind wir? Rodney ist da und wir sollten ihn nicht wieder entkommen lassen. Rodney! Wir kommen runter! Kathleen? Das war die schönste Nacht meines Lebens. Aber jetzt heißt es schwimmen. Ich habe keine Zeit, lange mit dir zu diskutieren. Ich muss nach London. Aber kannst du mir sagen, warum du deine Meinung geändert hast? Man kann sich doch mal anders entscheiden. Na ja, aber gestern? Ich will mit Kathleen hier wohnen. Aus. Guten Morgen. Was ist denn mit dir passiert? Ich saß die ganze Nacht auf einer Insel fest. Habt ihr euch geeinigt? Nein. Patrick. Nein, der ist nicht da, ja. Danke. Danke. Heather, ein für alle Mal. Wissen Sie etwas über ein zweites Testament oder nicht? Nein, Simon, nein. Von einem zweiten Testament weiß ich nichts. Ich kenne nur das Vermächtnis Ihres Vaters, das ich Ihnen gegeben habe. Und das ist die volle Wahrheit? Heather, wenn es ein zweites Testament gibt, dann muss ich das erfahren. Ich kann Ihnen leider nicht helfen. So? Und warum habe ich dann das Gefühl, dass Sie mir irgendwas verheimlichen? Naja, vielleicht hat ja Ihr Vater früher mal einen anderen Entwurf gemacht. Das ist ja möglich. Aber davon weiß ich nichts. Heather, wissen Sie noch, was Sie früher immer mit mir gemacht haben? Schauen Sie mir in die Augen und jetzt schwören Sie mir, dass Sie mir die Wahrheit gesagt haben. Also entweder Sie glauben mir oder Sie glauben mir nicht. Es gibt tatsächlich ein zweites Testament meines Vaters. Er wollte, dass Heather alles erbt, den gesamten Besitz. Ich hatte dir ja gewarnt, dass du so etwas nicht tun sollst. Was meinst du, Mama? Nichts. Wirklich nichts. Ich kenne dich. Was ist mit dem Testament? Mama, ich merke doch, dass du was weißt. Nein, es ist... Tja, also ich weiß es nicht.
Soweit ich es verstanden habe, gibt es noch ein anderes Testament. Was? Bitte, Kathleen, sag Simon nichts davon. Ich habe Heather versprochen, meinen Mund zu halten. Das wäre was für Sarah. Ich könnte es mir vorstellen, aber ich muss dich leider enttäuschen. Für die neue CD-Produktion ist es bereits zu spät. Wir können den Titel nicht mehr berücksichtigen. Das gibt's auch gar nicht. Ich denke, Sarah sucht noch fieberhaft nach einem richtigen Hit. Langsam, Patrick, langsam. Erstmal werde ich ihr den Titel präsentieren und falls er ihr gefällt, kommt er eben ins nächste Album. Wo ist Sarah jetzt? Mach nicht wieder den gleichen Fehler wie vor 4 Jahren. Deine Ungeduld und, entschuldige bitte, deine Überheblichkeit hat dich damals dein Tourengagement gekostet. Du bist ein sehr guter Musiker. Auch ein unglaublicher Dickschädel. Ich habe mich geändert, wirklich, Mr. Thompson. Trotzdem muss ich wissen, ob Sarah der Song gefällt. Sagen Sie mir bitte, wo sie ist. Sie ist unterwegs. Ich sag dir Bescheid, wenn ich von ihr höre. Lieblingsplatz. Wo immer du auch hin willst. Ich bin immer hierher gekommen, wenn ich Sorgen hatte oder mich was beschäftigte. Der Baum weiß alles von mir. Gut, dass er nicht sprechen kann. Schade. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ach, Mom. Oder ist da noch etwas, was du mir sagen möchtest? Nein, nein. Wir hätten auch früher drauf kommen können. Ein maschinengeschriebenes Testament ist sowieso vollkommen wertlos. Und James hat es sogar noch gesagt. Schade. Ich hatte mich schon so drauf gefreut, hier einzuziehen. Du musst dich doch nur mit Heather einigen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie irgendwas dagegen hat. Und wenn es dir nur darum geht, hier Geld für dein Studio rauszuziehen, dann mache ich dir jetzt einen Vorschlag. Queenswood bleibt das, was es war. Und ich finanziere dir deinen Traum. Du willst mir ein Tonstudio einrichten? Ja? Wieso tust du das, wenn du hier nicht herziehen willst? Ist doch klar. Er will mir Kathleen abkaufen. Aber nicht mit mir. Ach, Patrick. Du hast überhaupt nichts verstanden. Ja, ich mag Kathleen sogar viel zu sehr. Aber Kathleen liebt dich. Und ich werde mich garantiert nicht zwischen euch stellen. Geht das jetzt endlich rein in deinen Dickschädel? Jenny, ich weiß nicht, warum ich das tue. Vielleicht aus Sentimentalität, ich habe keine Ahnung. Sie wollen wirklich heute noch zurück nach London? Ja. Und ich werde auch so schnell nicht wiederkommen. Wir werden beraten, wie es weitergeht. Aber Queenswood bleibt natürlich hier zu Hause. Ja, und das Konzert? Das wird auch ohne mich stattfinden. Ich muss zurück. Ich werde erwartet. Sie werden erwartet? Sie
flüchtend sein. Wie bitte? Sie flüchten. Vor sich und ihren Gefühlen. Ich hole jetzt meine Tasche von oben. Schon, mein Schatz. Meinst du, Papa kommt noch? Nein, das glaube ich nicht. Weißt du, er hat sehr viel zu tun.